Der Karl ist tot. Lang lebe der Karl. Herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge. Besprechen, was ist los, Jonas? Du kommst auch immer mit den gleichen Sprüchen. Du tauschst immer nur eine Person aus. Blabla ist tot. Lang lebe der Blabla. Jonas ist tot. Lang lebe Alper. Herzlich willkommen zu einer brandneuen Folgenbesprechung hier auf Cinema Strikes Back. Das haben wir zu Staffel 6, zu Staffel 7 und zu Staffel 8 gemacht. Und wir haben hier bereits auch noch eine zu Staffel 1, Folge 1 gemacht. Jetzt haben viele gefordert, dass wir einfach weitergehen mit unseren Folgenbesprechungen. Also jetzt würde theoretisch Staffel 1, Folge 2 kommen. Aber wir haben uns eher dagegen entschieden und machen dafür Folgenbesprechungen zu unseren Lieblingsfolgen oder zu den Folgen, die wir am meisten schätzen. Jetzt wird natürlich der ein oder andere sagen, ja, was war mit Staffel 1, Folge 6 oder so, das müssen wir mal gucken. Das gucken wir einfach, wenn wir mit unseren Lieblingsfolgen durch sind. Genau, wir schauen einfach mal, wie das läuft und wie viel Spaß ihr dran habt und wie viel Spaß wir dran haben. Ist alles eine Frage der Lust. Ja. Was sagst du? Ja, ich habe noch ein paar Infos für euch natürlich. Dieses tolle Video bzw. diesen tollen Podcast gibt es auf Spotify und iTunes und als RSS-Feed als Audiodatei. Ja. Oder auf YouTube mit Bild. Und auf YouTube kann man da was machen? Ja, da kann man was machen. Was denn? Da kann man nämlich mit der YouTube-App mobil, kann man nämlich dieses wundervolle Video einfach runterladen, kostenlos. Das heißt, ich könnte es mit WLAN runterladen und dann einfach im Zug, in der Bahn oder in der Lokomotive gucken. Ja, du kannst das auch mit deinem mobilen Guthaben runterladen. Das geht das natürlich ist auch. Egal. Das ist, ja. Das ist eine Richtung. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folgenbesprechung, denn wir haben Staffel 8 besprochen und jetzt noch mal zu Game of Thrones Staffel 1, Folge 9 zurückzukommen und das Ganze noch mal vor diesem, also aus diesem Winkel heraus zu betrachten, jetzt wo wir wissen, wie es tatsächlich endet, war eine sehr interessante Erfahrung für mich. Für mich auch. Durchaus. Und es ist jedes Mal, wenn ich Staffel 1 oder Staffel 2 oder 3 oder 4 gucke und das mit Staffel 8 vergleiche, fühle ich mich ehrlich gesagt, als würde ich eine ganz andere Serie gucken. Ja. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Ja, ich glaube, ich habe das letzte Mal schon gesagt. Irgendwie so jetzt in den ersten Staffeln, so bis 6, wird immer viel erzählt. Und in der letzten Folge, oder in der letzten Staffel, wird einfach nur viel gezeigt und wenig erzählt. Also vor allem war ich sehr überrascht darüber, also nicht was überrascht darüber, ist das falsche Wort, aber ich war sehr erfreut darüber, wie viel Zeit doch Dialogszenen einfach bekommen. Mhm. Und wie Figuren sich auch mal wirklich mehrere Sätze hin und her sagen können, weil in Staffel 7 und Staffel 8 ist es immer so ein I don't want it. Ja, aber she's my queen. So ein Niederrattern von verschiedenen Schlüsselsätzen und dass wirklich eine Dialogszene so lang ist wie teilweise hier, das müsste man mal stoppen. Aber ich bin mir sehr, sehr sicher, dass das nicht so ist. Mhm. Also, dass man sich hier sehr viel mehr Zeit nimmt. Und das, finde ich, macht auch Game of Thrones aus. Auf jeden Fall. Ich war auch wieder beeindruckt, wie viel eigentlich passiert, wie viel gezeigt wird. Oh, das ist schön ein Kaffee verschüttet. Das ging schnell. Gehen wir in eine kurze Werbepause. Gehen wir in eine kurze Werbeunterbrechung. Ja, man sollte auch sagen, es ist der Beginn aller großartigen 9. Folgen. Als diese Folge rauskam, da wussten wir das noch nicht, dass fortan vor allem die 9. Folgen immer die guten sein werden würden. Normalerweise dachte man ja immer, okay, das ist eigentlich dem Highlight der Serie, also der letzten Folge vorgesehen. Hier ist das Highlight immer die 9. Folge gewesen, sowohl in Staffel 2 als auch in Staffel 3. Und hier hat es begonnen, auch und in Staffel 4 auch. Und ja. In 5 und auch und in 6 auch und dann gab es keine mehr. Dann hat man sich entschlossen, nee, das ist zu viel, ja. 9 Folgen zu machen. Ich hab übrigens war es bei Staffel 5 nicht eher Hardtime? Ja, okay. Ja, also bei Staffel 5 kann man sich durchaus streiten. Ja. Ich habe übrigens noch ein paar Kommentare, also nur kurz, ganz kurz aus der letzten Folgenbesprechung, weil wir auch wieder ein paar Sachen falsch haben. Staffel 1, Folge 1? Genau. Ja, gerne. Joshua Tröndl hat geschrieben, also wenn es nach mir geht, könnt ihr jede Folge besprechen. Hab auf jeden Fall Bock auf mehr. Da haben sehr viele Leute haben sehr viele geschrieben, einen tatsächlich. Daumen hoch gegeben im Kommentar. Ja. Aber wir haben es eben ja schon erklärt, wie wir da fortfahren wollen. Mhm. Al Lawliot schreibt, ihr habt bei In Memoriam doch tatsächlich Theon Graufreud und Ross vergessen. Weil du in der letzten Folge gesagt hast, die Personen, die in der ersten Folge vorkommen, sind tot am Ende. Ach so, stimmt, ja, tatsächlich, ja. Sven44 schreibt, mir ist eigentlich egal, was ihr besprecht, solange ihr überhaupt etwas besprecht. Meinetwegen könnt ihr euch die Betriebsanleitung eurer Waschmaschinen besprechen. Ich würde mich selbst darauf freuen. Das Problem ist, heute, es ist so irgendwie einer der wärmsten Tage im Jahr. Und hier in diesem Raum
ist es bereits, also jetzt schon eine Temperatur, die eigentlich nicht mehr. Echt? Ich finde es gerade noch angenehm. Du findest es noch angenehm. Ja, wir haben den Raum ein bisschen vorgekühlt, aber. Bei mir fängt es ehrlich gesagt jetzt schon an, mir zu warm zu werden. Okay. Und der letzte Kommentar. Wembley schreibt, Arya stickt. Ah ja, stickt in der ersten Zeile A, B, C, D, E, F und in der zweiten Zeile G, H, I, J, K, L. Das ist Alphabet. Weil wir nicht wussten, was sie da schreibt, weil das so hässlich war. Ja, also das ist das Alphabet. Okay. Genau. Okay, das war's, nehme ich an. Kommen wir damit zu dieser Folge. Robert Baratheon ist tot. Und Eddard Stark fällt auf die List von Kleinfinger herein und wird zum Gefangenen der Lannisters. Joffrey ist nun der König und Ned droht die Hinrichtung, wenn er denn nicht ein falsches Geständnis ablegt. Robb beschließt, seinen Vater zu retten und reitet gen Süden, beziehungsweise er zieht in die Schlacht und der Krieg der fünf Könige steht bevor. Jon muss entscheiden, ob er mit Robb reitet oder bei der Nachtwache bleibt. Und da kommt es auch zu einem verhängnisvollen oder zu einem schicksalshaften Dialog mit Maester Aemon. Und in Essos, quer über den gesamten Globus, also über die Meerenge hinaus, da in Essos versucht Daenerys das Leben ihres geliebten Mannes Khal Drogo zu retten, mit der Hilfe von der Maegi Miri Mazdur. Genau. Das ist so das, worum es in der ersten, worum es in der neunten Folge geht. Und diese Folge heißt Baelor. Baelor. Aber warum heißt sie denn Baelor, Alper? Es gab mal einen Targaryen-König namens Baelor den Ersten. Und um den geht es auch. Ja, so ein bisschen was zu dem erzählen, oder? Ich hab, ja, natürlich. Ah, also, du hast dich auch vorbereitet, ne? Natürlich, na klar. Okay. Oh, natürlich. Das ist schon okay, Jonas. Okay. Baelor der Erste war der neunte Targaryen-König, der so ein bisschen aussieht wie ein Hippie. Also ich fand, er sah aus wie ein blonder Jesus. Ja, so ein blonder Jesus habe ich auch gesehen. Also auch so Fanart sieht er aus wie ein blonder Jesus. Ja, hat etwa 130 Jahre vor der Serienhandlung gelebt, beziehungsweise auch regiert vielmehr. Also von 161 bis zu seinem Tod 171 nach Aegons Eroberung. Hatte so eine ganz besondere Blumenkrone, für die er auch bekannt war. War sehr, 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 sehr gläubig. Also so ziemlich der gläubigste aller Targaryen-Könige. Er wurde ja auch der Gesegnete genannt. Genau, Baelor the Blessed. Und war gleichzeitig auch ein Septon und war wegen seiner Frömmigkeit und wegen seiner Prinzipien auch sehr beliebt beim Volk. Und aber andererseits haben viele Leute auch gedacht, dass er ein kompletter Spinner ist. Genau, das auch. Er weigerte sich, mit seiner Schwesterfrau zum Beispiel zu schlafen, was für einen Targaryen-König natürlich. Dieses Wort ist so toll einfach. Schwesterfrau, ja. Ich finde, das sollte viel öfter benutzt werden. Ja. Und er sperrte sogar seine Schwestern weg, damit sie nichts Unzüchtiges tun, beziehungsweise er. Und er starb tatsächlich, weil er, also beim Fasten, ja, weil er sich zu Tode gehungert hat. Weil er, der hat immer gefastet, um so seinen eigenen Sünden quasi damit irgendwie nach Vergebung zu suchen. Genau. Und dann quasi dafür zu leiden. Genau. So quasi so eine Selbstkasteiung in Fastenform. Ja. Und er begann den großen Bau einer, also den Bau einer großen Septe. Die wurde allerdings erst nach seinem Tod fertig und wurde dann auch nach ihm benannt. Die große Septe von Baelor. Und da ist auch eine Statue davor von Baelor, ihm zuliebe nach seinem Vorbild, nach seinem Antlitz errichtet worden. Mhm. Darauf steht Arya. Das ist das Wort, das auch Eddard Stark später sagt. Darauf werden wir noch zurückkommen, was er dazu Yoren sagt. Und es ist eben auch der Platz, der Ort, an dem ja der pflichtbewussteste aller Starks sein Ende findet. Mhm. Ich wollte noch ein, zwei Sachen zu Baelor ergänzen, die ich ganz interessant fand. Gerne. Er hatte den großen Plan, alle Huren aus Königsmund zu vertreiben. Ja. Er ernannte einen Steinmetz zum Hohen Septon, weil der so schöne Bauwerke. Ein Schmied. Ein Steinmetz. War es ein Steinmetz? Ja. War es nicht ein Schmied? Nein, nein, nein. Das Ding war, es war ein Steinmetz. Und er hielt ihn für den Schmied. Er hielt ihn für den personifizierten Schmied, also einer der sieben. Ja. Das hat nicht so gut funktioniert, nämlich der ist ein Jahr später gestorben, nachdem er Hoher Septon war. Danach hat er einen achtjährigen Straßenjungen zum Hohen Septon ernannt. Ja, stimmt. Und weil der angeblich Wunder wirken konnte. Und so der allgemeine Konsens ist ja, dass er sich zu Tode gefastet hat. Ja. Aber manche nehmen auch an, dass sein Onkel Viserys ihn vergiftet hat, weil der war auch gleichzeitig seine Hand und musste ja quasi den ganzen Scheiß ausbaden, den Baelor angestellt hat. Und dem war das wahrscheinlich ein bisschen zu bunt. Ja. Deshalb gibt es dann die Theorie, dass Viserys ihn vergiftet hat. Die Regie führt in dieser Folge ein gewisser Alan Taylor. Den kennt man. Der hat zum Beispiel in Tor 2 Regie geführt, The Dark Kingdom, oder auch in
Terminator Genesis. Also eher so mittelmäßige, mittelmäßige Filme. Allerdings auch in 7 Folgen von Game of Thrones Regie geführt. Und darunter fällt zum Beispiel auch, das war die letzte, in der er Regie geführt hat, Beyond the Wall. Genau. In Staffel 7, wo es tatsächlich rausgeht, nördlich der Mauer. Genau, und er hat noch 9 Folgen Sopranos. Ja. Also die Staffel, da sind öfters Leute dabei, die schon öfter mal für HBO gearbeitet haben. Ja, klar. David Benioff und D.B. Weiss haben das Drehbuch geschrieben. Ja, was gibt es derzeit zu sagen über D&D, Jonas? Ich habe gehört, dass die, oder du hast mir das erzählt, dass die, die sind eigentlich jedes Jahr zur Comic-Con gegangen. Seit in San Diego. 10 Jahren oder sowas, ja. Genau, und dass die das dieses Jahr zum ersten Mal abgesagt haben. Korrekt. Es ist auch richtig, die werden nicht zur Comic-Con fahren. Wahrscheinlich auch die klügere Entscheidung. Nicht die schlechteste Idee. Der Hate hört nämlich nicht auf, was D&D angeht. Und es wird auch immer, immer schlimmer, so wie ich das mitbekomme. Also, echt? Ja, also gefühlt schon. Also das ist echt harter Tobak. Und auch Miguel Sapochnik, der Regisseur, der in Staffel 8, 3 und 5 gemacht hat, also die großen Schlachten, eine um Winterfell, eine um Königsmund, King's Landing, der hat auch noch mal ein paar Details verraten, ja, stimmt, die teilweise echt bitter sind. Jetzt, wo du es sagst, fällt mir das auch wieder ein. Der hat sogar mal gesagt, zum Beispiel, dass also erstmal hat er viele interessante Sachen über Winterfell erzählt. Wie viele Figuren er umbringen wollte, dass er eine Schlacht haben wollte. Also, dass er in der Schlacht. Die dritte Folge, The Long Night. Genau. Er wollte quasi eigentlich im Prinzip alle umbringen. Ja, er wollte, dass dass 50, also dass das Rudel von Nymeria, Arias Schattenwolf, gegen die Wiedergänger anrennen und die Wiedergänger zerfleischen. Also, dass Nymeria noch in irgendeiner Form eine Rolle spielt. Das haben David Benioff und D.B. Weiss gekickt. Hat wahrscheinlich zu viel Kohle gekostet. Das kann gut sein, aber ja, die hatten ja so wenig. Was Miguel Sapochnik auch gemacht hat, ist, also was wirklich bereits existiert angeblich, ist eine Szene, in der Cersei eine Fehlgeburt zur Welt bringt. Stimmt. Also, ja. dass das mit der Schwangerschaft endlich mal eine Rolle spielt und was auch vielleicht diese Figur noch ein bisschen interessanter macht in Staffel 8. Ja, und dass Cersei nicht die ganze Zeit nur am Fenster steht am Fenster und trinkt. Ja. Wurde rausgeschnitten von D&D. Gleichzeitig hat er auch erzählt, dass er in Staffel, boah, jetzt lass mich nicht lügen, ich glaube Staffel 6 war das, er hatte vor, Tommen hinter Gittern zu filmen, also vor so Stäben, einfach als Metapher, von wegen Tommen ist selber ein Gefangener des Hohen Spatzes, sowas in der Art. Und David Benioff und D.B. Weiss hätten ihn angeschrien, wie plump das wäre. Also, wie unglaublich platt das wäre. Ja, und dann bauen sie in Staffel 8 ein weißes Pferd ein, auf dem Arya wegreitet. Das, braucht man nicht zu kommentieren. Also, da wird auch immer wieder mal ordentlich hinterhergetreten, wie ich finde. Und krass. Um nochmal zu dem Thema Comic-Con zurückzukommen, sie machen ja tatsächlich eine neue Star Wars-Trilogie, das ist ja schon längst bestätigt. Und viele vermuten auch, dass das in irgendeiner Weise eine Rolle spielt, warum sie auf Biegen und Brechen diese Serie in einer Staffel mit 6 Folgen, die halt viel zu wenig waren, auf ein Ende gebracht haben. Sie werden vertraglich dazu verpflichtet sein, wegen Star Wars zu einer Comic-Con zu fahren. Oh. Was dann passiert? Also, da wird, glaube ich, echt die Hütte kochen. Und vor allem ist, sie haben sich bisher noch gar nicht in der Öffentlichkeit geäußert oder sowas. Irgendwie ist auch, es kam ja zu jeder Folge auch auf dem HBO-Kanal auf YouTube eine Inside the Episode-Folge, wo nochmal die Macher und vor allem D.B. Weiss und David Benioff über die Handlung gesprochen haben, der jeweiligen Folge. Die ist zu der letzten Folge nie erschienen. Und deshalb, ich habe mich immer gefragt, warum. Stimmt, ja. Und bis heute auch nicht. Bis heute auch nicht. Und irgendwie ist da. Vielleicht haben die in der letzten Inside the Episode noch so richtig paar Sprüche rausgehauen und hat sich HBO dazu entschlossen, das lieber nicht zu senden. Wer weiß. Weil es ja bei den vergangenen beiden schon so also der Hate war schlechte Like-Dislike-Verhältnis gab. Ja. Na gut, was sagst du denn zu dieser Folge? Kommen wir zurück zu den weg von David Benioff und D.B. Weiss? Was sagst du? Ja, also es ist halt, vorher schon gesagt, es passiert einfach so unglaublich viel, was alles, was in einer Folge passiert. Also ich meine, Baelor assoziiert man ja immer nur, okay, Eddard Stark wird hingerichtet, er stirbt, keiner rettet ihn, aber was halt auch davor alles passiert, was man so vergessen hat und auch so
auch so teilweise so Lieblingsszenen, wo ich nicht mehr genau einordnen konnte, wann sind die eigentlich passiert. Ja, war das so 8, war das 7, war das 9, was war das? Ja, genau, mal? Genau. Passiert halt auch alles drin. Also ja, vor allem ist es, ich finde, abgesehen, klar, diese Folge hat ein riesiges Highlight, eine Szene, die Fernsehgeschichte geschrieben hat und Game of Thrones wirklich auf einen Schlag auch auf ein ganz besonderes Level gehoben hat. Und ich glaube auch, das hier ist ein wesentlicher Punkt, ein wesentlicher, also der Knackpunkt, warum Game of Thrones überhaupt so erfolgreich werden könnte, konnte. Mhm. Aber selbst unabhängig von diesem Highlight ist es für mich eine ganz, ganz tolle Folge. Eben weil Dialogen zum Beispiel viel Platz eingeräumt wird. Und ich fand insbesondere den Teil im Lager der Dothrakis. Der Dothraki ist wahnsinnig faszinierend. Also genau wie der Prolog der ersten Folge Game of Thrones, betritt Game of Thrones immer wieder so Horrorgefilde, finde ich. Also gerade so der Prolog von der gesamten Staffel ist ja sehr horror-esk. Und hier ebenfalls. Also ich rede explizit über die Szene, in der Miri Mazdur mit Drogo in dem Zelt ist und diese dämonischen Stimmen, diese dämonischen Geräusche aus dem Zelt kommen und draußen gekämpft wird, das ist einfach eine unglaublich starke und teilweise sogar gruselige Szene, wie ich finde. Mhm, auf jeden Fall. Man sieht John noch ganz grün hinter den Ohren, also so ein richtiges Bubi. Greenhorn, ein Bubi, das noch so viel Leid vor sich hat. Tyrion ist der saufende und hurende Playboy von früher, der hier noch die Bergstämme hinter sich hat, so wie wir ihn kennen und lieben gelernt haben. Die Freys werden hier auch zum ersten Mal so richtig gezeigt und etablieren sich so als ekelhafte Sippe. Und ich finde diesen Haufen von Menschen einfach so faszinierend. Ich habe die Freys ich habe es immer geliebt, wenn es auch um die Freys geht, weil ich finde so Walder Frey, bevor wir zur Roten Hochzeit kamen, zur Red Wedding, hatte der immer was Verruchtes an sich und man wusste immer, da bahnt sich etwas ganz, 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 ganz Übles an und ich fand das immer total faszinierend. Ja, das halt, bei dem hatte ich immer das Gefühl, der ist so total opportunistisch. Also sobald irgendwie was zu seinem Vorteil geht, nimmt er das Heft in die Hand. Gleichzeitig auch dieses ständige Damoklesschwert, also dieses ständige Pädophile, das da mitschwingt, was ihn angeht, seine Figur angeht, ist halt auch sowas, was so unglaublich auf eine sehr diabolische, böse, faszinierende Art und Weise halt auch diese Figur so interessant macht. Also ich weiß es nicht. Also es ist, ich will jetzt nicht sagen, eine pädophile Figur ist automatisch interessant, aber dieses gesamte Gestrick, also diese Familie ist einfach faszinierend. Mhm. Ja, finde ich. Ich finde auch, ich habe mir noch mal angeguckt, was so die Staffeln im Einzelnen gekostet haben. Und die erste Staffel hat 60 Millionen gekostet. Mhm. Wenn man das dann vergleicht mit so den Budgets von den späteren Staffeln, ich finde das echt krass, wie detailreich das auch gemacht wurde. Mhm. Also auch klar, was mir zum ersten Mal aufgefallen ist, beim ersten paar Mal schauen nicht aufgefallen ist, so einfach so kleine Gesten von manchen Nebenfiguren oder wie die drauf reagieren oder sowas, wo ich irgendwie das Gefühl hatte, dass das in den letzten Staffeln halt dadurch, dass alles so schnell durchgerauscht wurde, dass sowas überhaupt gar nicht mehr richtig zum Tragen kam. Also gerade diese Detailverliebtheit, keine Ahnung, wenn dann, wo mir zum ersten Mal auffällt, wenn Khal Drogo vom Pferd stürzt, dass einer seiner Blutreiter zu ihm kommt und seine Hand hält oder sowas. Ja. Was mir halt nie, oder dass Jorah, als er Danny reinträgt, dass eine der Dothraki so auf den Boden spuckt oder sowas. Ja, absolut. Allgemein ist es, finde ich, ist so die Kultur der Dothraki halt in über die Staffeln irgendwie komplett in den Hintergrund gerückt. So, als wäre das nicht interessant oder als wäre das nicht mehr wichtig. So vor aller ja, wir haben das schon erzählt, das interessiert doch jetzt gar keinen mehr. Khal Drogo ist tot, die Dothraki sind jetzt egal. Ja, also es ist aber halt absurd, weil es halt zum einen die gesamte Logik der Handlung kaputt macht. Zum Beispiel, also es wird ja erzählt in Staffel Schieß mich tot, ich weiß nicht mehr, wann das war, 6 müsste es sein, wenn Daenerys. In welcher Szene verbrennt sie alle anderen Karls? In welcher Staffel verbrennt sie alle anderen Karls? Das ist Staffel 6. 6, ne? Ja. Genau. In Staffel 6 macht sie alle lebenden Dothraki zu ihren Blutreitern. Mhm. Und in der Kultur der Dothraki bedeutet das, dass ein Blutreiter, wenn sein Karl stirbt, oder seine Chale-Essi, dann muss er auch sterben. Dann ist er in seinem Leben gescheitert. Was er zuerst machen muss, ist seinen Karl rächen. Mhm. Dann muss er seinen Karl zurückbringen, glaube ich, nach West Dothrak. Und dann, ich glaube, dann muss er sterben. Dann muss er sterben. Aber er muss halt auf jeden Fall sterben. Oder es ist halt, also, es hat zumindest eine gewisse Bedeutung. Und in Staffel 8 ist es halt so, dass John
Daenerys tötet und dann an dieser Gruppe von Dothraki halt einfach dran vorbeigeht. Und sie rächen sich nicht. Und sie ignorieren ihn so, als wäre das halt irgendjemand. Und das ist halt einfach, Staffel 8 hat sowas dann einfach übersprungen, so als wäre das nicht wichtig. Und ich finde halt, sowas ist halt super wichtig und auch faszinierend und auch interessant. Und ja. Ich habe auch noch mal geguckt, so nach Bewertungen zu der Folge, weil das ja auch eine der, ich glaube, die ist auf bei IMDb auf Platz 15 insgesamt von allen bewerteten Folgen. Die hat 9,6 auf IMDb. Unfassbar, dass das dann Platz 15 ist. 100% auf Rotten Tomatoes und 9,8 auf Metacritic. Ja. Also, das sind schon kranke Werte. Also, für mich ist diese Folge auch ehrlich gesagt eine 10 von 10. Also, ich finde sie großartig. Und was wir noch auch erwähnen sollten, ist, dass Tyrion Lannister für diese Folge, Peter Dinklage für diese Folge für einen Emmy nominiert wurde. Bzw. auch gewonnen hat, soweit ich weiß. Oder? Bin mir gerade nicht sicher. Müsste ich mal nachgucken. Und dass meiner Meinung nach Charles Dance, Tywin Lannister, einfach jede Szene stiehlt, in der er ist. Charles Dance ist einfach großartig. Also ich finde auch, also Charles Dance, dann der Schauspieler komme ich später noch dazu, ich habe mir irgendwo das aufgeschrieben, wie er heißt, von Walder Frey. Ich finde, also es gibt so ein paar Figuren in der Serie, die sind so, ich finde, so die perfekte Darstellung davon, also wie ich es mir auch so in den Büchern so ein bisschen vorgestellt habe. David Bradley, genau, als Walder Frey, James Cosmo als J.R. Mormont und Peter Vaughan als Maester Aemon. Maester Aemon ist wirklich ein ganz, ganz großartiger Schauspieler. Ja. Und das ist auch, freue ich mich drauf, wenn wir gleich drüber reden können. In Memoriam. Da haben wir haben ja in Staffel 8 immer wieder so einen kurzen Abschnitt gehabt, der nannte sich In Memoriam, wo wir über die Figuren gesprochen haben, die in der jeweiligen Folge sterben. Und dieses Mal haben wir auch eine Figur, beziehungsweise noch ein paar weitere, mir fällt gerade Dings ein. Koto, der Blutreiter von Drogo. Dann das Pferd von Karl Drogo, das keinen Namen hat. Plötze. Plötze. quasi Drogo selbst vielleicht zu diesem Zeitpunkt. Nein, wir kommen in der nächsten Folge dran. Das ist eher später, eher nächste Folge. Dann theoretisch ja auch noch das Kind von Danny, also Rhaego. Ja. Aber halt wahrscheinlich auch erst so in der nächsten Folge. Und die 2000 Stark-Männer. Ja, genau. Die oder Rob Stark opfert. Genau. Und natürlich Eddard Stark. Stimmt. Den sollte man nicht vergessen. Ja. Das ist zu offensichtlich, dass man es einfach nicht erwähnt. Ruhe in Frieden, Eddard Stark. Ich glaube, er fliegt immer noch in die Taube gewalkt im Himmel. Ja, also ich habe nochmal genau drauf geachtet. Noch. Diese eine Taube, die hatte da so einen Fleck. So ein Leberfleck und Eddard Stark hatte genau an der gleichen Stelle so einen Fleck. Ja, und wir starten mit dem Intro. Ja. Ich krieg immer wieder Gänsehaut, wenn dieser Name Sean Bean erscheint. Und zwar direkt als erstes. Ja. Ich habe mal ausgerechnet, ich schaue meistens das Intro mit. Also ich auch immer eigentlich, Es gibt ganz wenige Mal, wo ich es mir echt übersprungen habe. Ich habe mal ausgerechnet, dass ich mehrere Stunden von meinem Leben nur das Intro geguckt habe. Das ist ja auch wert. Also es ist keine verschwendete Zeit. Und übrigens, Sean Bean, habe ich dir schon mal erzählt, heißt eigentlich Sean Mark Bean. Und Sean schreibt man eigentlich mit A-U, also S-H-A-U-N. Ja. So wird sein Name eigentlich geschrieben. Er hat Sean mit H-A-U-N, also so wie bei Shaun of the Dead zum Beispiel, hat er zu S-E-A-N gemacht, damit es so aussieht, als würde es sich mit Bean reimen. Einfach für die Optik seines Namens, für die Ästhetik. Ja. Und das Witzige ist, dass Sean Bean so aussieht, als müsste es sich reimen, was aber nicht tut. Das stimmt. Das heißt ja nicht Sean Bon. Ja, oder er wollte auch Bean den gleichen Vornamen haben wie Sean Connery. Oder denselben Nachnamen wie Mr. Bean. Oder er ist Mr. Bean. Okay. Sean Bean ist Mr. Bean. Ja. So, Kings. So, ich stell mir gerade vor, wie dann so Mr. Bean so auf der Schwelle so, oh, oh. Stell dir vor, Sean Bean hätte Mr. Bean gespielt in der Serie. Dann sehen wir Königsmund, King's Landing. Wir sehen. Okay, warte. Achso, wir sehen Königsmund, wir sehen die Zwillinge, alles so. Ich glaube auch zum ersten Mal komplett in der Serie. Und die Zwillinge. Haben wir einfach auch lange nicht mehr gesehen. Also, wenn man jetzt. Also rückblickend. Winterfell, die Mauer, dann gehen wir wieder zurück nach King's Landing kurz, also zur Hauptstadt, um
haben wir schon mal darüber geredet, für die Orientierung. Und dann nach Westdorfrak, was aber eher symbolisch steht. Die sind ja nicht wirklich in Westdorfrak. Ich habe einen Funfact rausgesucht zu Westdorfrak. Bitte. Westdorfrak ist eine der flächenmäßig größten Städte auf der ganzen bekannten Welt, aber gleichzeitig mit einer der geringsten Bevölkerungsdichten. Die haben doch auch so viel Platz, weil diese ganzen Statuen und Tempel und so weiter von anderen Religionen. Das ist halt alles sehr ausgebreitet. Jeder nimmt seinen Platz. Und sobald sie ein Volk auslöschen oder angreifen oder was auch immer, dann nehmen sie gerne mal die Heiligtümer mit und stellen es bei sich einfach auf. Als Verhöhnung oder sowas. Und das ist halt das Doofe. Gerade so im Buch Game of Thrones und auch hier so in den ersten Staffeln ist einfach diese dothrakische Kultur so interessant. Und diese blonde, unschuldige Frau mittendrin mit ihrem Ritter, das ist eigentlich eine super interessante, faszinierende Geschichte. So ein bisschen auch Fisch. Und ihrem incestuösen Bruder. Genau. So ein bisschen Fish out of water. Ja. Eigentlich super faszinierend. Ich finde es sehr schade, dass das dann irgendwann keine Rolle mehr spielt. Aber wenn wir über diese Folge sprechen, müssen wir uns jetzt auch ein bisschen zügeln. Es soll ja auch nicht wieder in dieses Staffel 8-Bashing ausarten. Nur manchmal. Muss man das einfach so. Ja. Und es beginnt im Kerker. In den schwarzen Zellen von Königsmund oder von des Roten Bergfrieds. Red Keep. Genau, die schwarzen Zellen. Kurze Info, das ist nur für die niederträchtigsten und gefährlichsten Gefangenen. Mhm. Es gibt dort keine Fenster, keine Betten und nicht mal irgendwie so ein Eimer, um sich zu erleichtern. Mhm. Es riecht da drin nach Fäkalien und Pisse, was man leider nicht sehen kann. Und es soll bitterlich kalt sein, was aber wahrscheinlich so der einzige Trost ist für Eddard Stark, weil dann fühlt er sich wahrscheinlich wieder wie im Norden. Ja. Im Norden. Genau. Ja. Und er hat aber noch einen Freund quasi, der ihm da Wasser bringt. Genau. Varys, genau. Ich finde auch so die ganze Kameraarbeit, die da geleistet wurde. Und vor allem die Lichtsetzung ist echt schön, weil du halt wirklich nur eine Lichtquelle und das sieht halt auch fantastisch aus. Genau, also große Teile des Bildes sind einfach dunkel und es wird immer nur ganz selektiv Licht auf etwas gesetzt. Und vor allem ist es auch erzählerisch einfach schön inszeniert, wie Eddard Stark da in Ketten an der Mauer sitzt und trotzdem noch inmitten in diesem Moloch, aber Moloch ist das falsche Wort, in diesem, wie nennt man das, in dieser Hölle da, in diesem Kerker einfach noch immer seine Ehre wie ein Schild trägt. Also er ist ja immer noch da ein ehrenwerter Mann und hat Würde und Anstand und das ist schon toll. Und vor allem auch, wie Varys da vor ihm steht und man sich eigentlich die ganze Zeit denkt, eigentlich ist Eddard Stark der größere Mann. Ja. Sehr interessant. Ja, vor allem. Auch dann kann man auch wieder so in das Symbolische gehen mit der Flamme, die Flamme der Hoffnung, die dann da reinkommt. Und es gibt ja so einen kurzen Moment der Hoffnung, dass Varys ihn in irgendeiner Weise hilft. Ja. Was ich mir aber auch gedacht habe, war, damals, da war Varys noch schlau, da konnte er sich noch verkleiden. Nämlich, das ist ja eigentlich so eine seiner größten Künste gewesen, sich zu verkleiden und sich zu tarnen quasi. Ja. Und in den Büchern erfährt man übrigens, dass er da quasi sich als Gefängniswärter Rugen verkleidet hat. Ja. Einfach um nicht aufzufallen. Nämlich, ich glaube, jeder, der halt Eddard Stark offiziell da unten besucht, hat dann selber nicht so viel mehr zu sagen. Und vor allem, also er spricht denn ja auch noch, also Varys spricht noch über seine Kindheit und dass er mit einer Gruppe von Schaustellern durch die freien Städte gereist ist. Und da gibt es halt auch noch einiges, was bekannt ist über Varys, was über ihn erzählt wird, wie er aufgewachsen ist. Er ist als Sklave in Lys geboren. Reiste mit einer Gruppe von Schaustellern, also damals schon. Und in Myr, also das ist eine der drei Städte, es gibt so unten links ist falsch, im Südwesten gibt es die streitenden Schwestern, das sind drei Städte. Aber das wäre unten rechts eigentlich dann, wenn du von Westeros aus guckst. Von Westeros aus natürlich im Südosten, aber ich rede von Essos, also im Südwesten von Essos. Da gibt es die streitenden Schwestern, das sind Tyrosch, Lys und Myr. Und in Myr wird für ihn eine hohe Summe geboten und er wird gekauft und dann wird an ihm ein Blutritual abgehalten und er wird kastriert, das wissen wir. Also er wurde dafür auch mit einem Trank betäubt und dann wird er auf die Straße geworfen zum Sterben, aber er überlebt und kann sich dann nur mit dem Betteln, teilweise mit Prostitution und dem Diebstahl über Wasser halten, aber er schwört natürlich Rache.
Dann flieht, muss er irgendwann nach Pentos fliehen und geht ein Bündnis mit einem anderen jungen bekannten Mann ein, nämlich Illyrio Mopatis, einem jungen Schwertkämpfer, einem, das hat er auch einen Namen, den ich gerade nicht, auf den ich gerade nicht komme. Und gemeinsam mit einer, mit einem Trick haben sie es geschafft, ziemlich reich zu werden. Und Aerys hat von diesem, also König Aerys, der irre König, hat von diesem Barriss gehört in Pentos und beschlossen, ihn nach Königsmund zu bringen und um ihm einen Posten an seinem Königshof zu geben. Ja, weil das hat sich gut nach oben gearbeitet. Auf jeden Fall. Und diesen Zauberer oder diesen Blutmagier, den sehen wir auch dann später. Genau. Und er habe halt dadurch, durch seine Kindheit, durch sein Reisen mit den Schaustellern, habe er das Schauspiel gelernt, was wichtig für seinen Job wäre. Mit anderen Worten, ich finde, es ist eine sehr, sehr raffinierte und charmante Art und Weise, dass eine Figur eben Eddard Stark heranträgt, dass er doch spielen soll und ein falsches Geständnis ablegen soll. Also, dass es das Klügste für ihn wäre, wenn er einfach zugibt, ein Verräter zu sein, was er dann ja auch später tut. Und ich finde, das ist einfach super geschrieben. Ja. Ganz, ganz toll geschrieben. Also man hat eigentlich die ganze Zeit bei der Szene eher den Eindruck, dass sich Eddard Stark die ganze Zeit dagegen wehrt, ja, bis halt Varys am Schluss seinen Trumpf ausspielt und dann quasi dann sagt, ja, da ist aber noch jemand, also Sansa, dessen Leben er retten kann, weil Eddard Stark ist ja seine und Ehre wichtiger als sein Leben. Ja, Arya ist ja quasi schon untergetaucht. Ja, aber Sansa ist ja direkt eine Geisel. Genau, aber ich glaube, es geht nicht nur darum, dass er sie rettet, sondern auch noch, dass er als Vater für seine Töchter da ist. Mhm. Also, was ist mit deinen Töchtern? Da gab es ja auch wieder, das war ja auch wieder so eine Parallele, so, dass Varys das anspricht mit Sansa. Mhm. Irgendwie so eine Parallele, dass als Tyrion in der 8. Staffel mit Jon gesprochen hat und gesagt hat, ja, du musst Daenerys töten, weil sonst tötet sie irgendwann Sansa. Genau. Und also ist Sansa die Wurzel allen Übels. Genau. Und die beiden sprechen auch noch über Stannis und Rob, also dass Rob gen Süden reitet und dass Stannis, also beide finden, dass er den höchsten Anspruch hat. Und ja, interessant. Sie sprechen dann auch noch sogar kurz über Cersei. Sie habe Robert vergiftet, seine Männer, also Eddards Männer geschlachtet und Bran verkrüppelt. Da ist Eddard Stark eigentlich noch sehr ablehnend gegenüber eines falschen Geständnisses. Also ich freue mich dann, dass er in der 2. Staffel dann einfach so ein bisschen mehr hervorkommt. Bei den nicht. Dann sind wir etwas weiter nördlich vor den Zwillingen. Denn dort wird von Fionn ein Rabe erschossen, ein Rabe, der eine Botschaft übermitteln sollte, von Walder Frey an seine Nichte Walda, Walda. Aber das ist natürlich nur ein Code und eine Warnung an den Süden, dass Rob kommt, mit Informationen wahrscheinlich über sein Heer und was weiß ich. Vielleicht, das kann vielleicht, man ja nur also man weiß es nicht, genau. Spekulieren. Es ist aber einfach sehr, sehr schön in dieser Szene auch Rob zu sehen, mit Catelyn Stark, mit Rorik Castle und Greyjoy Amber. Alles Figuren, die leider später das Zeitliche segnen. Wir können eigentlich mal so einen Special Cut machen von Game of Thrones und alle Figuren, die sterben, einfach so rausretuschieren. Genau. Fionn will, dass Rob die Zwillinge einnimmt und Catelyn Stark hingegen sagt, mit Walder Frey muss man diskutieren. Sie kenne ihn seit, also sie will mit ihm diskutieren, sie kenne ihn seit ihrer Kindheit. Ganz, ganz wichtig, was uns auch schon mal jemand gefragt hat, wenn man sich die Karte mal anguckt und auch die Eng, dann sind die Zwillinge im Westen und theoretisch geht der Königsweg, die King's Road geht im Osten an den Zwillingen vorbei und eigentlich wäre es gar kein Problem. Also wir wurden schon öfter gefragt, warum die da nicht einfach dran vorbeireiten. Das hat einen ganz einfachen Grund. Die Zwillinge sind der einzige Übergang über den grünen Arm des Tridents, dieses Flusses, und die wollen ja zuerst nach Riverrun, nach Schnellwasser. Mhm. Das heißt, sie müssen tatsächlich über die Zwillinge, um dorthin zu kommen. Ja. Weil sonst, wenn man sich die Karte da ein bisschen weiter in Richtung Süden anguckt, dann fließt da eben der Trident einfach entlang und da gibt es nirgendwo einen Übergang, nur eben bei den Zwillingen. Und das gibt den Freys auch eine ganz besondere Machtposition. Also die haben da ja auch extra die Zwillinge da hingebaut, einfach weil das eine strategisch gute Position ist und weil sie da einfach hohe Zölle verlangen konnten, einfach für den Übergang. Ja. Die haben das ja quasi so von einer klapprigen Holzbrücke zu dieser großen Festung ausgebaut. Ja. Einfach mit den Mitteln, die sie durch das ganze Geld
ja. Über Generationen angehäuft haben. Allerdings gibt es tatsächlich noch einen Alternativweg, einen anderen Weg, um vom Norden nach Schnellwasser zu kommen. Und das ist über die Engen. Da gibt es im Westen so Wälder und so Sumpfgebiete, aber da durchzukommen, ist, glaube ich, der viel schwierigere Weg. Als vor allem mit einer Armee von 20.000 eben, Mann. Ganz genau. Ja, Caitlin ist dann tatsächlich bei den Zwillingen und verhandelt mit Walder Frey. Wenn ich mich nicht irre, ist es das erste Mal, dass man David Bradley sieht als Walder Frey. Kennen ja die meisten als Argus Filch aus Harry Potter. Genau, definitiv. Das ist so ein Zeitpunkt, wo man einfach noch nicht weiß, wozu dieser Mann eigentlich fähig ist, aber allein schon, wie er da sitzt, umgeben von seinen Kindern, das hat schon immer so ein düsteres und verstörendes Bild abgegeben. Und ich finde auch, David Bradley ist einfach ein großartiger Schauspieler, der so No-Nonsense-mäßig einfach so abliefert. Und also der lebt halt die Rolle. Also der ist halt, der spielt das nicht, der ist das. Ja, und neben ihm steht seine viel zu junge Frau, nämlich Kitty. Ist es nicht Kitty? Das ist die Frau, die heißt im Englischen, ich weiß nicht, Joyeuse Frey. Ja. Ehemalige Ehrenfurt. Also im Deutsch heißt die Sonnenschein Frey. Mhm. In den Büchern ist die Anfang 16. Ja, ich dachte, das wäre Kitty, die 15-Jährige. Nee. Walder Frey ist in den Büchern 90 Jahre alt. Mhm. Und hier sagt er aber, dass sie 15 ist. Also die haben das im in den Büchern haben es ja so gemacht, dass eigentlich alle Figuren älter sind ja. als in den Büchern. Einfach, dass man mit älteren Darstellern drehen kann, weil sonst hat man ja Probleme auch mit manchen Szenen. Ja. Aber hier haben sie es andersrum gemacht, einfach wahrscheinlich, um Walder Frey noch ein bisschen ekelhafter wegen zu lassen. Ich hab's nachgeschaut. Also, ja, ich ja auch eigentlich, oder? Habe ich nicht? Ich weiß es nicht. Aber das ist Kitty Frey war doch seine 9. Frau, oder nicht? Warte, ich schau mal nach. Mach du ruhig weiter. Nee, ich bin mir relativ sicher, ich habe auch nachgeguckt. Okay. Das ist Sonnenschein Frey. Sonnenschein Frey. Also auch ein cooler Name. Auch eine richtig geile Übersetzung. Ja. Joyous oder sowas heißt sie im Englischen. Tatsächlich. Kannst nicht. Seine 8. Ehefrau. Also die 9. holt er sich ja dann später einfach. Ja. Ich meine, ist ja 90. Mhm. Ja, aber auch seine 9. Ehefrau müsste Kitty Frey sein, glaube ich. Ich finde es auch witzig, wie so dieser hohe Besuch da ist und sich so im Mund rumpult. Einfach so, überhaupt kein Benimm. Ja, das stimmt. Mach ruhig weiter, ich schaue gerade, ob er überhaupt eine 9. Ehefrau hatte. Boah, das ist bei Walder Frey auch überhaupt nicht mehr irgendwie einordnenbar. Weil es sind so viele Kinder. Hat er nicht, wie viele Kinder hat er? Boah, ich vergesse das immer wieder. Das sind unzählige. Ja, und vor allem noch mit den ganzen Enkeln und Bastarden. Ja. Also, kommt irgendwann noch ein Bastard zu Wort. Ich glaube, so tatsächlich leibliche Kinder sind es, glaube ich, über 20 oder sowas. Ja. Irgendwie sowas. Ich finde auch viele. Diesen Satz, halt, den er dann bringt, als sein Bastard ihn zurechtweisen will. Your mother would still be a milkmaid if I hadn't squirted you in her belly. Ja. Oh, tatsächlich. Kitty Frey ist die 9. Ehefrau von Walder Frey. Das ist hier die Jonas. Das ist Kitty Frey. Aber das tatsächlich müsste eine andere sein. Oder? Was sagst du? Was guckst du so? Sag ja, was. Ich glaube schon. Müsste eine andere sein. Meinst, bist du sicher, dass es Joy ist? Ja, ist egal. Okay. Also ich war mir recht sicher, dass dies ist. Okay. Also es gibt ja auch immer den Unterschied zwischen den Büchern und der Serie. Das stimmt. Warte, ich hab's hier. Ja, es ist tatsächlich Joy. Okay. Ja, alles gut. Dann, wo waren wir stehen geblieben, Jonas? Wir sind bei der Begrüßung von Walder Frey. Ja, sie reden über ihre Familien und Walder Frey beschwert sich auch, dass die Tullys schon immer auf ihn gepfiffen hätten. Er geht ja als The Late Walder Frey. Also während Roberts Rebellion hat sich so geeignet, dass Walder Frey ganz opportunistisch bis zum letzten Moment gewartet hat, als er in die Schlachten eingriff. Das war sogar nach der Schlacht am Trident, als Rhaegar Targaryen starb. Also wirklich sehr, sehr spät. Ziemlich spät, ja. Ja, und das soll Catelyns Vater Hoster sehr wütend gemacht haben. Außerdem sollte Hosters Bruder, also der Schwarzfisch, Brynden Tully, Walder Frey wollte, dass er mit einer Frey verheiratet wird, was aber alle ablehnten. Walder wollte dann auch eine seiner Töchter mit Edmund Tully verheiraten, was Lord Hoster verneinte. Das ist ja dann später tatsächlich noch passiert. Mhm. Aber zu diesem, also es gab schon mal vorher diesen Fall, also dieser Edmund Tully sollte schon mal mit einer Frey verheiratet werden. Also ja, tatsächlich, da gibt's
ziemlich böses Blut zwischen den Tullys und den Freys. Und jetzt steht Caitlin da und bettelt. Ja, ich finde auch, die Freys sind so diese typische Redneck-Hillbilly-Familie aus Westeros, mit der eigentlich niemand was zu tun haben will. Sind so die Hausacher von Westeros, würdest du das zustimmen? Nee, die Hausacher sind die Königsfamilie. Also die Lannisters. Ja. Ja? Okay. Ja. Also die Incestuösen. Die Hausacher sind nämlich, das ist eine steinreiche Stadt. Inzestuöse. Witzigerweise wurde im Hausach für Silber abgebaut. Okay. Die Verhandlungen beginnen und Walder Frey habe Hoster ein Eid geschworen. Das sagt Caitlin. Hoster ist ja auch tatsächlich sein Lehnsherr. Ja. Aber natürlich hat Walder Frey auch gegenüber der Krone ein Eid geschworen. Natürlich. Also, ja. Das ist so diese. Nicht, also quasi wie beim Ersten Weltkrieg davor, wo auch die Leute gegenseitig so Bündnisse geschlossen haben, aber irgendwo bricht dann halt eins. Ja. Ja, also das ist, ich muss allerdings doch noch mal über Staffel 7 und Staffel 8 ein bisschen lästern. Weil, keine Ahnung, so eine Verhandlung, es macht einfach so viel Spaß, dabei zuzusehen. Das macht so viel aus und es ist ein so toller Dialog und es ist großartig gespielt auch und das hat mir einfach in Staffel 8 ein bisschen gefehlt. Also in Staffel 8 wären die Freys halt auch. Hätten auch alle die Nordmänner-Ausrüstung angehabt, wäre alles das Gleiche gewesen. Ja. Damit kommen wir ins Büro des Lord-Kommandanten. Das Büro. Und Jon Snow ist die Sekretärin, ne? Ja, genau. Ja, er ist Stuart. Jon Snow hat eine verbrannte Hand. Er hat ja Jeor Mormont gerettet vor einem Wiedergänger. Und ja, jetzt kommt es zu dem Moment, in dem Jeor Mormont ihm Langklaue schenkt, das Familienschwert der Mormons. Das eigentlich für Jorah gedacht war, aber Jorah musste ja aus Westeros fliehen, weil er, beziehungsweise wurde verbannt, weil er mit Sklaven gehandelt hat. Jeor hat Jon allerdings aus dem Bären an dem Knauf einen Wolf gemacht. Das ist schön. Das ist sehr schön, eine sehr tolle Geste. Genau, das Schwert war 500 Jahre im Besitz der Mormons. Mhm. Jetzt ist es im Besitz von Jon. Also da allein schon. Ich meine, valyrische Stahlschwerter sind ja super selten in Westeros. Und einfach und niemand weiß, ob man neue schmiedet. Ja, deshalb auf jeden Fall cooler Move von Jeor Mormont. Mhm. Der wird gespielt von James Cosmo. Und den kennt man übrigens zum Beispiel aus Troja, aus Braveheart oder aus Highlander. Mhm. Also der hat das so mit so mittelalterlich angehauchten schwertkampfmäßigen Film. Ja, Troja, der berühmte Mittelalterfilm. Ja. Ja, komm mal, Schwerter, das sind auch alles Ritter, ist auch Mittelalter, komm. Die berühmten Ritter von Troja, ja. Ja. Jon will es auch anfangs gar nicht erst annehmen, aber Jeor lässt ihm eigentlich gar keine Wahl. Er spricht sogar auch über Ghosten, das ist herzzerreißend. Ich finde auch diesen Move-Kurs, so wie Jeor Mormont, er hält das ein bisschen und macht so, komm, so. Ja, so komm, als nimm das, komm. Definitiv. Komm. Es ist so ein bisschen wie der Opa, der einem einen Zehner in die Hand drückt oder ja, so. Genau. Komm jetzt. Nee, brauche ich nicht. Komm. Ich fand's auch witzig, so, das ist noch so eine Zeit, wo Wiedergänger noch bedrohlich sind. So ein einzelner Wiedergänger ist bereits extrem gefährlich. Das gleiche hatten wir auch früher bei Walking Dead, wo irgendwann einfach so, nicht Wiedergänger, sondern Zombies irgendwann einfach nicht mehr so die große Gefahr sind. Ja, aber da machen die es ja so, dass es dann immer wieder die Herden sind und so weiter. Also beide Seiten werden quasi stärker. Aber hast schon recht. Und vor allem, wenn man sich überlegt, dass in Staffel 5 Hardtime die letzte Folge ist, in der nochmal ein weißer Wanderer einen tatsächlichen Mann-gegen-Mann-Schwertkampf hat, das bricht einem wirklich so ein bisschen das Herz. Mhm. Aber das ist tatsächlich komplett off-topic. Jeor erzählt, dass Alysar Thorne nach Königsmund geschickt wurde. Das dürfte auch das erste Mal sein, dass Alysar Thorne nach seinem, quasi, der wurde ja bei Roberts Rebellion, da hat er ja in Königsmund gekämpft und wird dann an die Mauer verfrachtet, weil er musste das Schwarz anlegen. Das ist das erste Mal, dass er wieder zurück ist im Königsmund seit der Zeit. Ja. Für alle, die gerade nicht checken, wer das sein soll, man sieht ihn ja auch in dieser Folge nicht. Das ist dieser Lockenkopf der Nachtwache, der ziemlich arschig ist. Der Grumpy Man. Ja, der dann später auch neben Olli von Jon hingerichtet wird. Und da machen sie etwas, was eigentlich schon in Staffel 7 schon so ähnlich passiert. Die Hand des Wiedergängers, die Ghost abgebissen hat, wird König Joffrey präsentiert. Ja, also dieser tolle Plan war dann noch. Die konnten ja nicht wissen, dass die Hand verrottet auf dem Weg. Ja. Spoiler für die paar Folgen voraus.
Ja, John ist Stuart, daran wird er hier nochmal erinnert. Also er kriegt in dem einen Moment Langklaue, das Familienschwert der Mormons, und soll im nächsten Jahr Essen bringen. Ja, aber gut, wir wissen auch, warum er zum Stuart gemacht wurde. Also Jao hat bereits ganz, ganz früh etwas Besonderes in John gesehen. Mhm. Und das ist immer diese väterliche Beziehung zwischen Jao und John ist auch immer etwas, was mich in den Büchern total berührt hat. Ja. Wobei es wahrscheinlich auch so vom Prinzip her, so strategisch gesehen für die Nachtwache, nicht die dümmste Idee ist, den Sohn eines großen Lords, so als Nachfolger des Lord-Kommandanten, so anzulernen, weil die größte Unterstützung bekommt die Nachtwache ja immer durch die Starks. Oder durch die, also oder auch durch die Ambers zum Beispiel, die ja noch näher an der Mauer wohnen und die ja noch auch von so Wildlingsangriffen betroffen sind. Gut, aber gleichzeitig ist es auch so, dass John ein ganz außergewöhnlicher Krieger ist und Also es ist auch nicht die schlechteste Wahl. Ja. Eine Win-Win-Win-Situation quasi. Damit gehen wir. Also wir bleiben an der Mauer, allerdings sind wir draußen. John wird von der gesamten Nachtwache gelobt. Das ist auch so toll. Man muss es nicht zeigen, aber man zeigt es einfach so, einfach um zu zeigen, dass John irgendwie jetzt so langsam so angekommen ist und akzeptiert wird von allen und dass er so seine Rolle langsam findet. Genau, also auch was für ein kleines Handlungselement das ist. Denn eigentlich gibt es hier zwei Szenen im Büro des Lord-Kommandanten, wie auch man das nennen möchte. Und das nächste ist im Office des Lord-Kommandanten. Und das nächste ist eigentlich in dieser Schenke, in diesem, also nicht Schenke, sondern in dem, wie nennt man das? Wo die sitzen? Im Essensraum, in der Cafeteria, Kantine. Genau, vom Office zur Kantine. Ja. Und das ist eigentlich nur ein Szenenwechsel, der aber gezeigt wird, wie er da hingeht, um eben auch zu erzählen, dass er gerade von der Nachtwache angenommen wird und alle ihn loben. Mhm. Und das ist einfach, also man vermisst so richtig diese Gemeinschaft und die Kultur in der Nachtwache. Und da, in der Kantine, wollen alle das Schwert sehen, das er bekommen hat. Die wissen das scheinbar schon alle. Hat wahrscheinlich jemand ausgeplaudert. Genau. Es gibt allerdings auch einige Brüder, die man im Hintergrund sieht, die eifersüchtig sind. Ja, unter anderem den dicken Dude, dessen Namen ich vergessen habe, der später Tiamat tötet. Ja. John setzt sich zu Sam und beide wirken echt komplett grün hinter den Ohren, wenn man einfach weiß, wohin die Reise noch führt. Und Sam erzählt, dass er einen Raben, einen Brief von einem Raben für Meister Aemon vorgelesen habe, über Johns Bruder Rob, Halbbruder Rob, beziehungsweise Cousin Rob, wenn man die Wahrheit weiß. Ja, und es ist klar, was John will. John will die Nachtwache verlassen und seinem Bruder beistehen. Es ist auch so ein bisschen, in dieser Folge haben wir Figuren wie John und Eddard, die anfangs etwas wollen, also unbedingt wollen, aus ihrem Pflichtbewusstsein, aber sich eben dagegen entscheiden für die Liebe quasi. Mhm. Während Daenerys zum Beispiel die ganze Zeit kämpft für also sie ist ja auch eigentlich jemand, der total ängstlich ist und eher passiv ist anfangs und dann irgendwann durch Khal Drogo auch über sich hinaus wächst. Also es ist tatsächlich gelebte Figurenentwicklung und das finde ich schon sehr faszinierend. Ich fand das auch so vom Prinzip her interessant, einfach dass man dann irgendwie so rausfindet, dass viele Leute einfach nicht so viele Informationen bekommen in der ganzen Welt. Also wir sehen ja meistens immer nur wichtige Figuren, Lords und sowas, die haben ja alle meistens die meisten Informationen. Es gibt ja keine Zeitung oder sowas. Ja. Also man weiß halt nie so richtig, was geschieht, außer durch Hörensagen oder durch diese Nachrichten. Und da sieht man halt auch, wenn Sam es nicht schon erzählt hätte, hätte wahrscheinlich John erst später dann erfahren, dann mit dem Tod von Rob, dass da irgendwas passiert wäre. Ja. Also ich finde das halt super interessant. Einfach ist es auch. Zu sehen, wie so kleine Figuren, die nicht so viel zu sagen haben, wie das wahrscheinlich für die in der Welt ist, dass man halt einfach nie irgendwas mitbekommt. Das ist ja auch für mich eine der faszinierendsten Sachen an Staffel 6, das Theaterstück, das heißt, glaube ich, The Bloody Hand, in Essos. In Braavos ist das, ne? Und es ist einfach super faszinierend, wie das einfache Fußvolk quasi von den Geschehnissen auf der Welt erfährt. Oder zum Beispiel auch in der 6. Staffel gibt es ja die Szene mit Ed Sheeran, wo die halt auch erzählen, dass die halt auch nie wissen, wie es ihrer Familie zu Hause geht. Also ich meine, Aya oder so hätte als
Hochgeborene könnte jederzeit irgendwo einen Rahmen hinschicken oder sowas. Ja. Also so vom Prinzip her da jetzt dann nicht, weil sie ist ja undercover. Ich finde es übrigens ärgerlich, dass diese Szene immer in Erinnerung bleiben wird als die Szene mit Ed Sheeran. So, als ja, ich fand das überhaupt nicht störend. Ja. Mich hat es null gejuckt. Ja, aber nein, mich stört es ein bisschen, weil es Ed Sheeran ist, dass deswegen diese Szene immer mit diesem Namen behaftet sein wird und nicht und ja, es nicht darum geht, worum es wirklich geht. Weiß es nicht. Ja, aber wenn ich jetzt gesagt hätte, die Szene mit diesen Lannister-Soldaten, dann hättest du gesagt, ach so, die mit Ed Sheeran, ne? Ja, aber genau deswegen stört es mich ja doch, dass Ed Sheeran gecastet wurde in der Rolle, okay. weil diese Szene immer nur mit diesem Namen jetzt in Verbindung bleiben wird. Aber was ist dann mit zum Beispiel bei der Hochzeit von Joffrey und Marjorie, die Szene mit Sigur Rós? Da ist es nicht in meinem Kopf, die Szene mit Sigur Rós. Da gab es auch lange nicht so einen Aufschrei. Ich wusste auch gar nicht, dass die sind. Also ich kannte die Band eigentlich gar nicht. Irgendwann habe ich das mitbekommen und dann so, die spielen da. Das Witzige ist, ich kannte die Band. Coldplay ich glaube, ein, zwei Leute von Coldplay waren bei Reigns of Castamere. Ja. Da oben. Ist ja auch egal, ist eine Mini-Diskussion, die überhaupt nicht wichtig ist. Dafür sind wir bekannt. Mini-Diskussion. Wir sind vor den Zwillingen. Es ist spät geworden. Der Abend bricht an und Cat geht zu Rob. Cat! Also, man kann schon irgendwie erwarten, dass es da heftige Verhandlungen gegeben hat, weil das einfach so lange geht, wenn die Sonne untergeht. Sie verrät, dass Walder Rob tatsächlich die Passage erlaubt und ihm sogar Männer gibt. 3600. Also mit anderen Worten, dass es richtig gut lief. Allerdings ist Rob auch kein dummer Mensch. Ihm ist klar, dass das einen sehr hohen Preis gehabt haben wird. Und hier ist die Rule of Three, die, wenn man sich das irgendwann mal einfach bewusst macht, dann fällt das einem immer wieder auf, dass alles immer in Dreier-Kombinationen kommt in Film und Fernsehen. Hier sind es auch wieder drei Sachen. Erstens, Rob soll einen gewissen Oliver Frey als Knappe aufnehmen, also einen der Söhne von Walder. Habe ich auch noch ein bisschen recherchiert, weil ich das so um Himmels Willen nicht mehr im Kopf hatte. Oliver sei Rob sehr treu gewesen. Was aus ihm dann geworden ist, weiß man aber nicht. Man vermutet, dass er nach der Roten Hochzeit von seinen Brüdern fortgesperrt wurde. Aber man weiß es nicht. Weil er zu lange bei Rob war und dann quasi so. Nee, also man glaubt tatsächlich, dass er auch Rob sehr mochte. Das meine ich, dass er halt eher treu ergeben ist. Genau. Und deswegen, aber was genau mit ihm passiert ist, das weiß man zu diesem Zeitpunkt einfach nicht. Arya soll außerdem, das ist die zweite Sache, soll einen gewissen Waldron Frey heiraten, wenn sie denn alt genug ist. Echt? Ja. Irgendwie im Deutschen hieß es Elmar. Elmar? Ja. Es ist Waldron im Original. Ich habe irgendwas mit Elmar. Was? Komisch. Ich habe Elmar Frey, also sein. Sagen die den Namen explizit in der Folge? Sie sagen Waldron. Bist du sicher? Hier, Elmar Frey, im Original Waldron Frey. Okay, gut. Wow, okay, Waldron Frey heißt im Deutschen Elmar Frey. Das war mir auch gar nicht. Das ist so weit voneinander entfernt. Allerdings, interessant. Okay. Ja, er ist einer der Söhne von Lord Walder Frey. Ja. In den Büchern erfahren wir, dass der 8 Jahre alt ist und in den Büchern ist Arya 9 Jahre alt. Ja. Also dann wahrscheinlich so im ähnlichen Alter. Ja. Und auch da weiß niemand, was jetzt gerade mit ihm passiert ist und so weiter. Das ist halt auch. Ich hätte es besser gefunden, wenn Arya Stark Walder Frey geheiratet hätte. Ja, genau. Wäre eher Walders Alter gewesen. Mhm. Und wie gesagt, die Rule of Three. Und es gibt noch was Drittes, weil diese ersten zwei Sachen sind halt vollkommen, also sind für Rob relativ egal. Also es ist zwar seine Schwester, aber es ist halt auch immer noch in einer mittelalterlichen Welt seine kleine Schwester. Auch das spielt eine Rolle. Und die dritte Sache ist, und das ist letzten Endes Robs Untergang. Rob soll eine Tochter von Walder Frey heiraten. Ja, hier wird das schon etabliert, was dann genau 2 Staffeln später zu einer großen Katastrophe führt. Genau. Und er darf auch die Frau haben, also er darf sich eine aussuchen. Und dann gibt es einen sehr witzigen Moment. I see. Did you get a look at his daughters? Also konntest du einen Blick drauf werfen und Fionn lacht. Und das ist einfach so ein bisschen was Bubenhaftes. Und ich finde es einfach sehr sympathisch in der Szene. Sind die jetzt arg hässlich? So. Ja, genau. Rob willigt ein und es ist im Prinzip sein späteres Todesurteil. Und ja, wobei da ja noch nicht, weil da kann der ja Ding noch nicht. Ja, also wie gesagt, er wusste es nicht, aber es ist ja die erste Kette, das erste Glied in der Kette, die zu seinem Tod führt.
Das ist doch mal, guck mal, stell dir vor, du kannst so eine Geschichte erzählen, wo du zwei Bücher später drauf eingehst und dass das der große Untergang von einer der wichtigsten Figuren ist. Absolut. George R. Martin, gut gemacht. Ja, gut. Jetzt hast du das Lob von Jonas gehört, jetzt kannst du auch Winds of Winter machen. Ja, genau, komm. Ist das gut? Du kannst es aufhören mit dem Targaryen-Geschichtskram, den keine Sau interessiert, und kannst es mal mit Winds of Winter weitermachen. Red nicht so über Feuer und Blut. Die Armeen brechen zum nächsten Mal. Hast du es gelesen? Ja, hast du mal reingelesen? Ich hab's reingelesen. Super trocken. Ja, hab ich. Es ist sehr trocken, das stimmt schon. Das ist schon wahr. Also ich fand Westeros viel interessanter. Fand ich aber ehrlich gesagt auch. Feuer und Blut ist so eine Sache. Man erfährt allerdings ein paar nette Sachen. Vielleicht könnten wir darüber mal ein Video machen. Das wäre eine Idee. Das wäre eine Wollt Idee. Ihr dann, uns das haben wir das nicht schon angekündigt oder so? Das kann sein. Kann sein, ja. Das weiß ich nicht mehr hundertprozentig. Die Armeen brechen zum nächsten Morgengrauen auf. Und der Krieg der fünf Könige steht bevor, auch wenn es zu diesem Zeitpunkt, wobei wahrscheinlich ahnen es die Leute bereits, dass sich da etwas anbahnt. Und wir also, sind wieder. Man kann ja immer so argumentieren, wo hat der Krieg der fünf Könige begonnen? Mhm. Und das hier ist so eigentlich so der erste Schritt. Wobei wahrscheinlich die. Gute Frage. Gute Frage. Also es gibt ja in dieser Folge noch eine Schlacht, das ist auf jeden Fall ein Beginn, aber. Dazu kommen wir noch. Wir sind wieder an der Mauer und Jon geht zu Maester Aemon, denn Maester Aemon ruft nach ihm. Das ist eine meiner absoluten Lieblingsszenen of all time. Das ist so eine, manchmal, wenn ich Bock habe, dann gebe ich das bei YouTube ein und guck's mir einfach nochmal an, weil es so toll ist. Absolut. Nee, es wirkt eine ganz tolle Szene. Und auch diese Stimme von sorry, wie hieß er nochmal? David Vaughn? Nee, Moment. Wie hieß Robert, Peter Vaughn. Peter Vaughn. Die trifft, die geht einfach sofort ins Herz. Mhm. Diese gebrechliche Stimme von Maester Aemon. Der aber gleichzeitig so weise klingt. Ja, absolut. Ich meine, alles, was aus Maester Aemons Mund kommt, ist einfach gefüllt mit Lebensweisheit. Und wenn er kotzt, dann ist es trotzdem, dann ist es die weiseste Kotze, die ich je gesehen habe. Absolut, es ist Yoda-Kotze. Ja. Aemon spricht über die Pflichten der Nachtwache, denn er weiß bereits. Es ist Yoda-Kotze? Es ist der Saft, oder was? Ja, es ist genau. Es ist die Macht in Kotzeform. Okay. Da sind ganz viele Midi-Chlorianer drin. Und die kann man dann so aufschlürfen, oder? Genau, und dann hast du selber die Macht in dir. Kennst du das eine mit Jackass, wo er alle Zutaten für ein Omelette isst und auskotzt und dann brät und dann wieder isst? Ja, kenn ich. Geil. Ja. Das war auch sehr weise. Ich finde, Jackass ist die weiseste Show des Internets. Ja, das ist der Inbegriff der Weisheit. Finde ich auch. Aemon spricht über die Pflicht der Nachtwache, denn er weiß bereits, was in Jon vorgeht, wegen seinem Bruder, wegen seines Bruders. Also das ist ja klar, warum muss man auch kein Genie für sein. Und er sagt einen Satz, der in Staffel 8 auch nochmal eine ganz große Rolle spielen wird. Love is the death of duty. Mhm. Liebe ist der Tod der Pflicht. Und ich finde es auch so witzig eigentlich, dass im Prinzip Jon gerade mit seinem, also in der Serie ist es sein Urgroßonkel spricht, in den Büchern ist es sein Ururgroßonkel. Ja. Danke, dass du es so klipp und klar gesagt hast. Ich habe mich gestern auch noch mal, also ich muss mich jedes Mal, wenn ich versuche, in den, also ich bin eh nicht gut, was so Verwandtschaftsverhältnisse angeht. Da gibt es auf Wikipedia eine richtig gute Übersicht. Dann hast du quasi das Ich und kannst dann immer so dann um die Ecken rumgehen und kannst das dir dann so zusammen. Auf Wikipedia? Ja. Ah, da gibt es so eine richtig gute Übersicht, wo man dann quasi das sich so zusammenpuzzeln kann. So Onkel dritten Grades und sowas. Genau. Also das wird echt schwierig. Und ich finde vor allem im Deutschen ist es noch relativ einfach, wenn du dir so Turksprachen anguckst, wie zum Beispiel Türkisch oder auch Japanisch. Ach, stimmt, da gibt es auch für die. Dein Onkel väterlicherseits, der hat auch einen Spezialnamen, also im Vergleich zu. Da hat jedes, also wirklich jeder Verwandtschaftsgrad quasi seinen eigenen Namen. Okay, wie heißt dann deine Oma mütterlicherseits? Die Oma mütterlicherseits ist zum Beispiel Annanne. Also Anne, das heißt Mutter. So ist es übrigens auch im Norwegischen. Und dann Vater, Oma väterlicherseits ist? Ist Bobanne, also die Vatermutter. Also das Vatermutter. Ist, genau, also das ist. Ach, Vatermutter heißt dann quasi. Ja, tatsächlich. Crazy. Ja. Und das ist dann, du sagst dann auch. Ich hab mal Vater, Mutter, Onkel oder sowas. Und das stackt sich das dann immer so hoch oder wie ist das? Ja. Also. Krass. Quasi. Nee, das tut's nicht, aber die haben halt auch noch mal eigene Namen. Nine zum Beispiel ist es dann, die Uroma, die mütterlicherseits. Und die Uroma? Das müsste ich dann nachgucken, dann weiß ich es nicht mehr. Aber ich habe mal nämlich gelernt, dass das in den Turksprachen so ganz
ganz, also dass das in allen Turksprachen quasi so ist. Und mhm. irgendwie hängt Japanisch sogar mit Turksprachen zusammen. Also beziehungsweise die haben denselben Stamm, die allerdings auch mittlerweile angezweifelt ist, wie ich es hier sehe, die altaischen Sprachen. Auf jeden Fall, wenn man sich so die Targaryen-Familie anguckt, die ja so wirklich so eine, einfach eine einen unglaublichen Stammbaum haben. 300 Jahre. Genau. Ja. Und dann hast du auch noch, wobei. Also noch länger, aber natürlich noch länger, das, aber was bekannt ist. Genau. Ja. Und wenn du dann auch noch so ein Problem hast, was für mich immer der große Knackpunkt ist, in der Serie wurde, also für die Serie wurde in der Hintergrundgeschichte eine Figur entfernt, nämlich Jaehaerys, König Jaehaerys, der auch nur 3 Jahre, also so ein kränklicher König war, der auch nur 3 Jahre geherrscht hat. Das, mit seiner Entfernung ist das Ganze noch mal so viel komplizierter geworden. Du musst immer sagen, also es ist ein Urgroßonkel, beziehungsweise Ur-Urgroßonkel in den Büchern. Ja. Und das, nämlich das ist die Szene, das ist die eine Szene, die dafür verantwortlich ist, dass das so ist. Ja. Weil nirgendwo sonst kommt irgendwas davor, dass es keinen Jaehaerys gab. Ja. Das ist diese eine Szene, die uns dieses ganze Kopfzerbrechen bereitet. Ja. Neben anderen Kopfzerbrechen, wie das im Deutschen die Namen komplett anders sind. Gut, dazu kommen wir gleich. Maester Aemon sagt nämlich erstmal, dass es einfach ist. Also wenn es einfach ist, kann jeder seine Pflichten erfüllen, dann ist es nichts Besonderes. Wir erfahren erst, wer wir wirklich sind, wenn unsere Entscheidungen schwierig sind und unsere Entscheidungen große Konsequenzen haben. Mhm. Wir haben mal ein Essay gemacht, eure Lieblingsfiguren sind tot oder sowas. Es war eines unserer ersten Specials hier auf dem Kanal und genau da habe ich auch über einen Satz gesprochen, den ich von Robert McKee gelernt habe, aus dem sehr tollen Buch Story, einem meiner Meinung nach dem besten Buch zum Drehbuchschreiben oder zur Dramaturgie und dem Geschichtenerzählen, das ich persönlich je gelesen habe. Nämlich, dass wir Figuren und nicht nur Figuren, sondern dass es einfach so eine Weisheit im Leben ist, dass wir Menschen und Figuren eben genau dann kennenlernen, wenn sie in einer schwierigen Entscheidung, in einer Drucksituation eine Entscheidung treffen. Also wenn ihre Entscheidungen Konsequenzen haben, dann spielen ihre Entscheidungen eine Rolle und dann lernen wir sie wirklich kennen. Okay. Und das ist hier eben auch genau das, was Maester Aemon sagt in all seiner Weisheit. John hingegen, sein Gegenüber, ist noch ein aufgeblasener Hitzkopf, könnte man schon fast sagen, um es ein bisschen extrem zu formulieren. So übermütig. Übermütig, ja. Genau. Aber auch, dass er tatsächlich dann beschließt, sein Eid zu brechen, das ist auch nicht gerade Eddard von ihm. Das ist gerade Eddard von ihm. Ja. Ja. Ich möchte hier noch kurz ein weiteres In Memoriam für Maester Aemon? Für Maester Aemon machen. Nee, nicht nur deswegen, weil der Schauspieler Peter Vaughan ist 2016 im Alter von 93 Jahren verstorben und Game of Thrones war seine letzte große Rolle. Mhm. Und da ist er ja dann auch gestorben. Und ist, glaube ich, ist es in der Serie die einzige Person, die an einer natürlichen Ursache gestorben ist? Ich glaube, Hostatalli. Ja, aber den sehen wir leider nie. Ja. Aber das würde mich auch mal interessieren, wie Hostatalli aussieht. Ja. Ja. Dieser alte Mann. Ja. Ich überlege gerade, ob man den nicht wirklich einmal kurz sieht oder sowas. Nee. Ja, man sieht den nicht, ne? Ja. Nee. Ja. Ich habe auch geguckt, Maester Aemon ist auch noch mal über 10 Jahre älter als Walder Frey. Ja. Ich hatte mir auch noch mal überlegt, also ich meine, zu diesem Zeitpunkt weiß Jon noch nicht, dass Maester Aemon Targaryen ist. Ich dachte mir die ganze Zeit, wenn man etwas gebildeter ist in der Welt von Eis und Feuer und irgendwie weit im Norden ist, könnte man sich das denken, dass Maester Aemon Targaryen ist? Ja. Ich glaube aber, das Ding ist, dass er halt so alt ist, ja, dass das inzwischen in Vergessenheit geraten ist. Genau, ich glaube auch. Also von daher, ich fand das schon sehr, sehr, also ich kritisiere gerade nicht die Handlung, sondern ich fand das glaubwürdig. Ich dachte mir nur, gibt es vielleicht 1, 2, 3 Figuren, so jemanden wie Sam oder sowas, der in alten Büchern liest? Also ich könnte mir auch vorstellen, dass so jemand wie Eddard Stark das weiß. Oder so Leute, für die es halt richtig wichtig ist, so politische Positionen und sowas voneinander zu unterscheiden. Aber so wie jemand wie Jon Snow, der wahrscheinlich überhaupt keinen Bock hatte auf so
Wappenkunde und welches Haus hat welchen Spruch, wo man dann sowas also wahrscheinlich auch vergisst, weil er auch ein Bastard ist und weiß, dass das niemals für ihn wichtig sein wird. Ja. Ich glaube, da kann man halt auch argumentieren, dass er das halt wirklich nicht wusste. Ja, aber das ist eben auch das Tolle an diesem sogenannten Worldbuilding, dem Weltenweben, dem Weltenbauen, was ja für Fantasy ein wesentliches Element ist oft. Als ich das zum ersten Mal erfahren habe, habe ich das in, das war in den Büchern, als ich die Bücher, also das erste Buch gelesen habe. Und ich hatte das bereits vorher so ein bisschen geahnt, dass etwas Besonderes hinter ihm steckt. Das ist aber auch nicht jetzt, weil ich so genial bin, sondern weil aber eigentlich schon. Eigentlich schon, aber nee, das kann man sich so, das kann man sich schon denken. In diesem Moment ist es trotzdem so ein What-the-fuck-Moment. So, boah, krass. So, John kommt in diese Nachtwache und erfährt, dass dieser weise alte Mann eigentlich hätte König sein können, aber darauf verzichtet hat, weil er sich der Bildung verschrieben hat, der Zitadelle. Und du denkst dir so, what the fuck? Worauf wollte ich hinaus? Ich weiß nicht. Ach ja, genau. Jetzt haben wir es wieder mit dem, Weltenweben. Aber wenn du dann weiterliest und noch tiefer in der Geschichte steckst und plötzlich, so wie wir jetzt nach 8 Staffeln und allen Büchern, die wir gelesen haben, plötzlich viel genauer drüber reden können, macht es halt immer noch Spaß und immer noch Sinn, darüber zu reden. Einfach deswegen, weil George R. R. Martin eine lupenreine Welt geschaffen hat, beziehungsweise also nahezu lupenrein ist, die hat ja auch teilweise, aber so ganz, also ich bin einfach so wahnsinnig, ich habe so einen riesigen Respekt vor diesem Worldbuilding mit dieser endlos langen Geschichte. Es ist einfach, ich kann mir nicht vorstellen, also da wundert es mich halt nicht, dass jemand 8 Jahre braucht, um ein Buch fertig zu schreiben. Ja, vor allem jetzt, ich glaube 2011 kam das letzte raus und wir haben jetzt 2019 und ich glaube auch nicht, dass das dieses Jahr rauskommt, nee, das nächste gesagt, Buch. Er hat ja gesagt, dass er hat offiziell gesagt in einem Blog, wenn er es zu einem bestimmten Datum 2020 zu irgendeiner Convention noch nicht veröffentlicht hat, erlaubt er den Menschen, ihn zu ermorden oder sowas? Aber das ist gut, das hat sich schon mal gut an. Also er hat sich selbst, also es war schon sehr extrem, was er da gesagt hat. Er hat aber auch zudem gesagt, dass er noch nicht mit A Dream of Spring angefangen hat, weil manche Leute ja glauben, dass er das irgendwie so parallel schreibt oder so. Und beide er auf einmal droppt. Kein einziges Wort von A Dream of Spring geschrieben. Ja, ich frage mich, ob es für ihn schwieriger ist, Dream of Spring zu schreiben, weil das Ganze zu einem Ende führen, oder ob es für ihn schwieriger war, halt das Mittelstück zu schreiben, also so Winds of Winter. Ich glaube, er weiß ja schon ungefähr, wie es endet. Und ich glaube, das ist ja auch immer gut, wenn man weiß, wie es endet, weil sonst ist es schwierig, Geschichten irgendwann zu beenden. Ja. Aber ich glaube, so der Weg dahin wird jetzt echt schwierig, weil er ja auch so gerade im fünften Buch noch so viele neue Sachen plötzlich wieder angefangen hat, die sich alle so verstricken. Also das ist, ich glaube, das ist echt so eine richtig krasse Knobelaufgabe, wie er das jetzt auf jeden Fall, verschiedenen Handlungsstränge zueinander führt, wegführt und weil das ja auch noch alles viel komplizierter ist in den Büchern, weil es ja teilweise in der Serie einfach zwei Handlungsstränge oder zwei Figuren in einer zusammengefasst wurden. Dorn ist komplett runtergedumpt worden in der Serie. Ja, oder sowas wie Gendry. Es gibt einen Gendry und es gibt einen Edric Storm in den Büchern. Und in der Serie gibt es nur einen Gendry. Ja, und es gibt auch noch eine ganz andere Figur, die sich für einen Aegon ausgibt in den Büchern, die auch noch mal eine ganz große Rolle spielt. Also es ist sehr viel. Ich freue mich so auf das Buch. Es gibt auch noch sowas wie Lady Stoneheart in den Büchern und so. Das spielt alles noch eine gewisse Rolle. Aemon spricht auch über den Tod von, also er nennt ihren Namen nicht, aber er spricht über den Tod von Aerys, Rhaegar und dem Tod seiner Kinder, die vom Berg. Also den Kindern von Rhaegar. Von Rhaegar, nicht von Aemon. Aemon hat keine Kinder. Aber den Kindern von Rhaegar, die ja von dem Berg zersquished werden. Zerswashed. Zermatscht. Und dann sagt er, dass sein Vater, also Aemon sagt, dass sein Vater Maekar der Erste wäre. Und ja, sein kleiner Bruder ist Aegon der Fünfte. Und ja, es, wie gesagt, das ist in der Serie alles ein bisschen anders als in den Büchern. Das wieder aufzuräumen ist ein ewiges Thema. Weißt du, was ich krass gefunden hätte, was ich extrem krass gefunden hätte? Mhm. Wenn die es irgendwie geschafft hätten, den Berg noch so ein bisschen zu vermenschlichen und dass man seine Beweggründe versteht. Das wäre krank gewesen. Ja. Na gut, und dann kommt der Satz, der es auch für den letzten erklärt, der es nicht verstanden hat. You're Aemon Targaryen. Mhm. Und das, was ich auch schön finde, auch dann auch in Bezug auf die nächste Szene, man hört das Targaryen-Thema so langsam einleiten in der Szene.
Und dann auch zum Szenenwechsel passt es einfach perfekt. Ich finde das ja richtig schön gemacht. Wir sind nämlich in der im Dothrakischen Meer, das eigentlich eine Wüste ist. Wobei die vielleicht noch so in Lazar, würde ich sagen, irgendwie da noch in der Gegend. Die kommen da ja so daher, sind wahrscheinlich auf dem Weg. Also man weiß nicht hundertprozentig genau, wo sie sind. Reiten sie gehen West Dothrak oder wo reiten sie hin? Ist das? Das ist eine gute Frage. Das weiß ich gerade. Also theoretisch haben sie jetzt ja die Sklaven genommen. Vielleicht bringen sie die nach West Dothrak? In die freien Städte. Mhm. Oder sie bringen diese Gottheiten nach West Dothrak. Mhm. Beides möglich. So genau. Ja. Und Drogo fällt wegen seiner Verletzung vom Pferd. Das ist die Entzündung von dem Schnitt. Und ja, Koto sagt, ein Karl, der nicht reiten kann, ist kein Karl. Mhm. In den Büchern wird er übrigens als der sadistischste seiner Blutreiter beschrieben. Mhm. Und in den Büchern schenkt er Danny und Drogo einen Bogen aus Drachenknochen zur Hochzeit. Ja. Und Jonas ist auch einmal im Monat ein Blutreiter. Dann ist darf ich das nicht sagen? Ist das so? Ja, ich glaube, das hast du schon so oft gesagt. Habe ich? Okay, ja. Sorry. Sag nicht sorry, wenn es dir nicht leid tut. Doch, es tut mir leid. Das ist ein total kindischer, sexistischer Kackwitz. Dann, Daenerys ist hier bereits auch schwanger und was ich auch noch erwähnen möchte, ist, dass sie im Dothrakischen, wenn man genau hinhört, tatsächlich Khale Essi sagen. Mhm. Das ist immer wieder schön. So heißt es nämlich tatsächlich, nicht Khaleesi. Wobei man könnte behaupten, dass vielleicht Leute, die halt diese Sprache nicht sprechen und vielleicht mal davon irgendwie gehört haben, genau. Khaleesi sagen. So wie Leute dich Alper nennen und nicht Alper. Genau. Oder dich Jonas und nicht Jonas. Das ist Jonasle. Daenerys ruft nach der Maegi, Miri Masdur. Und eigentlich wollen die Männer das nicht, aber sie respektieren halt immer noch Khal Drogo, weil er eben noch lebt, wenn auch noch, nur noch gerade so. Und tun deswegen widerwillig, worum Daenerys sie bittet, beziehungsweise befiehlt. Genau, und das war auch die Szene, wo ich vorhin meinte, dieses schöne Detail, dass einer der Blutreiter absteigt und so Khal Drogos Hand hält. Ja. So ganz süß. Ja. Was wahrscheinlich irgendwie doch nicht so toll zu den Dothraki passt, weil die sind ja immer so cool und stark. Dann sind wir in der Flusslande bei Schnellwasser in der Nähe. Oder? Ja, doch. Am grünen Arm. Am grünen Arm. Zelte der Lannisters sind da und Tywin hält eine strategische Sitzung, nenne ich es mal. Mhm. So ein Mission, Kriegsrat. Ein Kriegsrat, ein Mission Briefing. Tyrion kommt zu spät hinzu, was natürlich auch super zu ihm passt. Er wird allerdings noch eine wichtige Rolle spielen, denn er hat die Stämme aus den Bergen mitgebracht. Und es ist auch noch eine andere Figur da, die ich irgendwie, obwohl sie keine so allzu große Rolle spielt, irgendwie immer doch ins Herz schließe. Kevin Lannister. Also auch der Schauspieler, finde ich toll. Ich finde es auch toll, dass er nicht gewechselt wurde. Toll. Also sowas wirklich, wie der Berg wurde ja zweimal durchgewechselt, aber Kevin Lannister, Darian Harris, von Staffel 1 bis zu seinem Ende in Staffel 6, gleicher Schauspieler. Beric Dondarrion hatte, glaube ich, drei verschiedene Darsteller. Der hatte einen und dann als Eddard ihn losschickt, genau. Ja. Es gab doch eine Figur, die drei Darsteller hatte. Tommen? Hatte Tommen drei? Nee, der Berg hatte drei. Der Berg hatte drei Darsteller. Mhm. Und Tommen, also der Schauspieler, war auch zuerst noch ein anderer Lannister, der dann umgebracht wurde von Rickard Karstark. Ja. Gut. Oder natürlich Darian Harris. Darian Harris, ja. Genau. Kevin Lannister ist halt auch da. Und dann erfährt Tyrion seine Rolle in dieser Schlacht. Er soll die Vorhut bilden mit seinen Stämmen. Was ja im Prinzip eigentlich für ihn ein Todesurteil ist. Ja. Aus mehreren Gründen. Mhm. Einerseits, er ist nicht kampferprobt. Mhm. Andererseits, er war wahrscheinlich noch nie in einer Schlacht. Mhm. Und er ist ein Kleinwüchsiger in einer Lannister-Rüstung. Mhm. Und ich glaube, jeder in Westeros weiß, dass es einen Lannister gibt, einen kleinwüchsigen Lannister, der heißt Tyrion. Und da würden sich wahrscheinlich sofort alle drauf stürzen. Ja. Da sieht man ja auch so, dass Tywin ihn testet. Und es heißt ja auch immer, dass Tywin versucht hat, ihn immer wieder zu töten oder so in Situationen zu bringen, wo er stirbt, dass er ihn einfach los ist. Genau. Ja, kann man so stehen lassen. Und dann sind wir auch schon wieder in Tyrions Zelt. Bronn hat für Tyrion eine ganz besondere Person gefunden, eine Prostituierte, nämlich Shay. Und das ist das erste Mal, dass Shay auftaucht. Und hier ist es Cybele Kikili.
Hier könnte man auch sagen, hier wird bereits geforeshadowed, dass Bronn Meister der Münze wird, denn er ist Tyrions Pimp. Das ist Shays Pimp, meine ich. Aber das ist nicht ernst gemeint, das war ein Witz. Sibel Kikili, ja, tolle Frau. Tolle Frau. Hat ganz zuerst tolle Frau. Schmuddelfilmchen gemacht und dann richtige Filmchen. Genau. Und dann hat sie in Game of Thrones mitgespielt. Also, genau, also es muss man auch dazu sagen, es war quasi Fatih Akın, der sie entdeckt hat in dem Film Gegen die Wand. Mhm. Fatih Akın, für jeden, der es nicht weiß, deutsch-türkischer Filmemacher. Soul Kitchen ist bekannter von ihm. Gegen die Wand. Gegen die Wand ist ein super bekannter Film von ihm. Aus dem Nichts ist von ihm. Chick ist von ihm. Solino. Was hat er noch gemacht? Kurz und schmerzlos. Ja. Der goldene Handschuh, genau. Einige tolle Filme. Und Georgia R. Martin hat übrigens Sibel Kikili höchstpersönlich mitgecastet. Und ich habe darüber ein sehr tolles Zitat gelesen von ihm. Die haben 20 Frauen gecastet. Und er meinte, und ich zitiere George R. Martin, die waren allesamt attraktiv, allesamt sehr, ich glaube, er hat sogar wirklich hot gesagt, heiße Frauen. Sibel Kikili hätte allerdings als eine der ganz, ganz wenigen eine gewisse Verletzlichkeit, Unschuld und Verspieltheit in die Figur gebracht. Oder er hat einen von ihren Schmuddelfilmen angeguckt. Oder das, ja, wer weiß. Und hat sich dann, weil er so ein toller Autor ist, diese Ausrede überlegt. Ja, und Shay ist tatsächlich nicht eine normale Prostituierte, sondern sie ist tatsächlich clever, witzig und gerissen. Muss man auch dazu sagen. Mhm. Man weiß auch heute noch nicht viel über ihre Vergangenheit, nur dass sie einen ziemlich schlimmen Vater hatte. Der sie zu Hure machen wollte, also seiner persönlichen Hure machen wollte und auch zu seiner Köchin. In den Büchern ist sie allerdings nicht zwingend aus Essos, aber aufgrund von Sibel Kikilis Akzent, den sie eben auch hat, wurde ihr das quasi ein bisschen so zugeschrieben. Wird ja auch in der Szene gesagt, so, what is your accent? Und dann sagt sie, foreign. Foreign, ja. Ich finde es auch witzig, in den Büchern kommt noch raus, dass sie nicht nur die Magd ist von Sansa, also die Handmaiden, sondern auch von Lollis Schubert. Ja. Du liebst Lollis, ne? Ach, die Lollis. Die großbrüstige Lollis. Ich finde das so absurd witzig, dass immer so Witze über die gemacht werden. Hey, die wurde in Königsmund von 30 Männern vergewaltigt und das ist einfach so ein Witz. Ja. Das ist einfach so absurd. Und dann kriegt sie Bronn ich glaube, sie war noch nie so richtig schlau, aber durch die Vergewaltigung ist er halt einfach so psychisch noch mehr durcheinander gekommen. Ja. Das wird einfach hier als Witz verwendet. Ja, total. In dieser harten Welt. Tyrion will, und übrigens hier auch wieder der perfekte Beweis dafür, wie prominent die Rule of Three immer wieder, also die Regel der drei angewendet wird. Denn Tyrion sagt, er will ihre Zuneigung, Liebe und Aufmerksamkeit. Sagt er quasi so. Und was er ihr gibt, sind auch drei Sachen, nämlich Sicherheit, dann seine Gesellschaft. Seine Gesellschaft, genau, das ist das Wort, das ich gesucht habe. Und natürlich mehr Gold, als sie ausgeben könnte, selbst wenn sie über 1000 werden würde. Das ist pure Übertreibung. Ja. Ja. Ich glaube, die könnte sehr schnell sehr viel Gold ausgeben. Ja. Und Shay zieht sich aus. Und Rule of Three zeigt ihre drei Brüste. Nein, kleiner Scherz am Rande. Wir sind wieder im Total Recall. Ja. Wir sind wieder im Dothrakischen Meer. Khal Drogo hat ein schweres Fieber. Achso, noch eine Sache dazu. Ja, bitte. Hier wird ja auch der wichtige Satz gesagt: I want you to fuck me like it's my last night in this world. Ja. Was später Shay auch noch mal in der Gerichtsverhandlung von Tyrion anbringt, einfach noch mal, um ihn noch mehr zu verletzen. Ja. Und damit sind wir im Dothrakischen Meer. Nicht wundern, es heißt Meer, ist aber eine Wüste. Habe ich, glaube ich, eben auch schon gesagt. Khal Drogo hat ein schweres Fieber. Jorah besucht Dany und Drogo. Und Jorah sagt, das, was klar ist, Drogo wird noch heute sterben. Deswegen will er auch, dass beide flüchten. Denn, ich meine, es ist eben eine sehr, sehr, eine sehr maskuline, machohafte, patriarchalische Kultur, in der eben sie auch nichts mehr wert ist, sobald ihr Karl stirbt. Dann ist sie auch nicht mehr Khale Essi, sondern nichts mehr. Doch. Sie ist ja dann sie wird ja zu einer Dosh Khaleen. Ja, sie wird zu einer Dosh Khaleen. Khaleen. Khaleen, Was ich mir auch vorstellen könnte, dass Jorah sie einfach zum Fliehen bringen will, dass er sie für sich alleine haben könnte, theoretisch. Weil er weiß ja eigentlich, er kennt sich ja mit der Kultur der Dothraki aus. Ja. Er müsste ja eigentlich wissen, dass sie jetzt so Dosh Khaleen wird. Ja, gut, aber
Will man zu Doschraleen werden? Also die werden zwar respektiert und so weiter, aber führen, glaube ich, auch ein sehr langweiliges Leben. Ja, wahrscheinlich. Ich habe noch eine super wichtige Sache. Mhm. Ich habe in der einen Einstellung 14 Kerzen gezählt und in der anderen waren es 4. Also sind wir bei 18. Ja. Und wenn du 18 durch 3 teilst, hast du 6. Ja. Und wenn du 6 durch 3 teilst, hast du 2. Mhm. Und wenn du bei 2 1 plus machst, hast du 3. Mhm. Und dann wären wir wieder bei Rule of 3. Ja, absolut, definitiv. Nee, hast du schon recht. Du hättest auch die 18 einfach durch 6 teilen können statt durch 3, dann wärst du schon vorher auf die Rule of 3. Nee, das ist zu einfach. Ja, okay. Ich wollte es kompliziert. Danny sagt, dass sie Khaleesi ist. Ja, aber das ist, Jorah sagt ja auch einen ganz wichtigen Satz, bei den Dothraki zählt nur die Stärke. Genau. Und was er noch auch sagt, dass er ja fliehen will, und er hat gehört, die Häfen von Ashai sind ganz cool. Was ich mir gedacht habe, so, warum hat sie nicht Ja gesagt? Dann hätten wir Ashai gesehen. Ich glaube, Ashai werden wir niemals sehen. Aber damit sind wir auch bei einer wichtigen Figur, die auch schon in Ashai war, nämlich Miri Mazdur. Also Danny weigert sich, Drogo zu verlassen, denn also Miri Mazdur ist quasi so ihr Ass im Ärmel, ihre letzte Hoffnung, setzt alles auf diese Maegi. Und Miri Mazdur kommt aus Lazar, das ist dieses friedfertige Volk der Schafhirten. Ja, ein Hirtenvolk, ja, ein friedliches Hirtenvolk. Die auch den großen Schafhirten anbeten. Den großen Hirten, darüber weiß man aber auch gar nicht so viel. Sie ist ein Göttervibe des großen Hirten, also ist quasi der Titel einer Heilerin da. Ja, ja. Und sie soll tatsächlich auch schon Ashai bereist haben. Genau, und soll da in den Künsten der Schattenbinder unterrichtet worden sein. Und sie lernte Geburtslieder von einer Mondsängerin, der Yogos Nai. Yogos Nai sind eigentlich auch so eine Kultur, die wir niemals in Game of Thrones irgendwie kennengelernt haben. Dabei, wenn man Westeros oder sowas gelesen hat, dann ist es wirklich faszinierend, weil die Yogos Nai, also es gibt halt in Essos die Knochenberge, die gehen wirklich vom Norden bis in den Süden und das ist so eine natürliche Grenze und man kann sich das so vorstellen, dass alles östlich dieser Knochenberge super faszinierend ist und also ist abgefahren und aber auch verrufen, also man weiß auch nicht, was da alles wahr ist und was nicht. Es ist so ein bisschen wie, also so von der Aufteilung her, es wirkt wie Westeros mit der Asien. Ach so, also so von den Völkern her. Ja. Also mit Yeti und Leng und Yogos Nai und sowas. Das ist ja irgendwie so ein Gemisch aus wahrscheinlich Afrika und Asien so. Ja, schon. So für unser Verständnis. Wobei Afrika eher Sotorios ist. Also, aber ja, definitiv. Ja. Aber es ist halt auch sehr vieles. Also man muss auch einfach sagen, dass in der Serie alles, was östlich von den Knochenbergen ist, einfach keine Rolle spielt. Also es ist für die Serie wirklich nur ganz, ganz entfernt von Bedeutung. Wobei Ashai halt so ein bisschen seit als Ende der Welt, wo auch sich die sagen, also da gibt es sehr, sehr viel zu erzählen. Übrigens haben wir dazu auch in unserer Reihe World of Westeros ganz, ganz tolle Videos zu gemacht. Und die Yogos Nai sind eben auch ein sehr tolles Volk. Das sind die mit den abgebundenen Stirnen, oder? Genau, die haben so Coneheads. Genau, so lange, längliche Köpfe, sind auch ein Reitervolk, wie die Dothraki, sind quasi direkt auf der anderen Seite der Knochenberge. Und sie haben Pferde. Die haben Pferde. Also sind Zebras. Zebrapferde. Ja, also das sind Zebras, aber die heißen bei Game of Thrones halt Pferde, weil Game of Thrones ist fancy. Ja, aber es sind Zebrapferde, es ist eine Mischung aus Zebras und Pferden. Aber sind nicht Zebras, gehören die nicht zu Pferden? Ist nicht Pferde die übergeordnete... Ist das so? Sind Zebras Pferde? Weil ich weiß es nicht. Ich habe mir das noch nie gefragt. Aber es ist wahrscheinlich eine Unterart des Pferdes. Ich weiß es nicht genau, Jonas. Aus der Gattung der Pferde, ja, tatsächlich. Ja. Habe ich gesagt, aus der Gattung der Pferde. Ja. Gut. Genau, Miri Mazdur waren wir. Sie lernte außerdem noch Kräuterkunde der Dothraki und medizinische Fähigkeiten und die gemeine Zunge. Deshalb spricht sie auch von Maester Marvin, der später in den Büchern noch eine wichtige Rolle spielt. Ja, und auch einer der beiden Prank Bros ist. Sorry, kleiner Running Gag unter Insider unter uns. Koto kommt dann auch noch herein und droht Danny. Hier noch kurz zu den Blutreitern von Khal Drogo. Die heißen Koto, Hago und Koholo. Und er präsentiert quasi auch in dieser Szene den Dothraki Way of Life. Könnte man so sagen. Aber Jorah verteidigt seine Khaleesi und man merkt aber auch in dieser Szene, dass Danny immer selbstbewusster wird, eben in dieser Kultur. Und dann redet sie mit Jorah darüber, dass er mal besser seine Rüstung tragen sollte heute. Mhm. Und in der nächsten Szene, in der wir ihn sehen, hat er auch tatsächlich seine Rüstung an. Mhm. Das heißt, er geht dann wirklich in sein, wahrscheinlich ist das erste, was er macht, in das Zelt gehen und seine Rüstung anziehen. Vor allem das Problem ist ja auch, er hat ja keinen Knappen. Eigentlich
Das ist bestimmt nicht einfach, so eine Rüstung alleine anzuziehen. Ja, das stimmt schon. Danny will von Miri Mazdur, dass sie eine ganz besondere Form der Magie nutzt und die Maegi warnt sie sogar dafür. Und dafür muss dann sogar Drogos Pferd geopfert werden. Aber später wird klar gefragt, also wirklich gefragt ist eigentlich ihr Kind, Rhaego. Mhm. Und dann wird schon das Pferd hereingebracht. Rakaro warnt sie noch vor der, also Rakaro, ihr eigener Blutreiter, warnt sie noch. Oder ihr späterer Blutreiter. Oder ihr späterer Blutreiter warnt sie noch vor der Hexe, in Anführungszeichen. Ja. So süß, was für ein kleines, süßes Messerchen er so rauszieht. So, so ein Mini-Arak. Ja, man vermisst diese gesamte Kultur einfach. Und auch so, ich habe mich auch noch mal einfach damit beschäftigt, so wie hießen noch mal die Blutreiter von Danny? Einfach, weil ich mich nochmal. Ango, Rakaro und Yogo. Jonas. Jonas, ja. Weil ich einfach diese gesamte Kultur so ein bisschen vermisse und das von innen zu sehen, das Ganze. Aber eigentlich musst du jetzt alle Namen aller Dothraki aussagen, weil alle sind ihre Blutreiter am Ende. Das stimmt. Miri Mazdur sagt, the dead will dance here tonight. Die Toten werden hier gleich breakdancen. Das Pferd wird geschlachtet, das Blut splattert auf Drogo und Danny und zeigt ja auch schon, dass sie mittlerweile zu allem bereit ist, um ihren geliebten Mann zu retten. Ja, und wir sehen Jorah in seiner Rüstung. Koto ist entsetzt über diese diabolischen, dämonischen Geräusche, die aus Drogos Zelt kommen. Die ich auch richtig toll finde. Jedes Mal, wenn ich das höre, bin ich immer wieder beeindruckt, wie toll das klingt. Lässt einem so ein bisschen das Blut in den Adern gefrieren. Rakaro will ihn aufhalten, also die Koto, und kriegt einen Ellbogen ins Gesicht. Koto schiebt dann sogar die schwangere Danny zu Boden, was eben auch nochmal ein ganz harter Moment ist. Und dann fordert Jorah Koto heraus. Und das ist auch so eine Sache, die ich in den späteren Staffeln einfach vermisst habe. So diese Mann-gegen-Mann-Kämpfe. Und nicht nur Mann gegen Mann, sondern eine Kultur gegen andere Kultur. Also so halt so Leute, die so komplett unterschiedliche Lebensweisen hatten, so komplett unterschiedliche Kampfstile, was dann auch später in der Arena von Meereen, was ich so geil fand, wenn du halt mal so siehst, so wie schneidet so ein Westerosi Ritter gegen ein Dothraki ab. Ja, oder auch die Axtkämpfer aus Norvos. Genau, die kommen ja auch davor. Genau, also sowas ist einfach faszinierend, wenn man immer wieder sie sieht und so weiter und sich fragt, wer ist eigentlich hier der krasseste von allen? Mhm. Aber es ist auch so, ich finde, eine der spannendsten Szenen in der gesamten Geschichte von Game of Thrones ist bereits in Staffel 1 der Kampf, ich glaube, das ist Folge 6, wenn ich mich nicht irre. Jaime fucking Der Kampf Lannister. Zwischen Jaime fucking Lannister und Eddard Stark, der eben auch nie der immer so endet, wie man es nicht haben will, aber ja, diese Mann-gegen-Mann-Kämpfe, die vermisst man. Mhm. Ich war auch total glücklich, das hier zu sehen. Ja, Arak gegen Schwert, Beweglichkeit und leichte Rüstung, beziehungsweise gar keine Rüstung gegen Schwert und Kraft und vor allem auch Disziplin und Strategie. Mhm. Also hier sind wirklich zwei komplett unterschiedliche, zwei sehr, sehr konträre Kulturen und Persönlichkeitstypen, die aufeinander clashen. Und es ist auch bezeichnend, dass es Jorahs Rüstung ist, die ihn rettet. Denn der Arak kann gegen diese Rüstung da in dem Moment nichts ausrichten. Mhm. Das Ding ist ja auch, dass Koto ihm ja klar überlegen ist. Mhm. Also ich meine, er hätte ihm wahrscheinlich jederzeit hier die Rübe abhauen können. Mhm. Hat er aber nicht gemacht, einfach weil er ihn wahrscheinlich vorführen will. Mhm. Was dann halt später, was auch dann in der Arena von Meereen, weil da wurde ja irgendwie, Jorah auch so ein bisschen unterschätzt. Ja. Aber am Ende gewinnt halt der nicht dumm ist. Ja. Oder sowas wie Oberyn Martell, da hat man auch gedacht, okay, der hat gewonnen. Mhm. Und dann war es doch nicht so. Ja, dabei hatte er die Zeit, um zu gewinnen. Genau. Ja. Hätte er einfach mal kurz ins Gesicht pieksen sollen. Genau. Und dann kriegt Koto so einen richtig schönen so einen Slash ins Gesicht, wo ich mir auch gedacht habe, woran ist der jetzt gestorben? Das war ja irgendwie nur ein Schnitzer in der Backe. Also warum ist der jetzt plötzlich komplett tot? War das die Wange oder war das der Hals? Nee, das war schon die Wange. Man sieht ja auch irgendwie so, sieht ja sowas, als ob da so Zähne rausgucken. Ja. Vielleicht aber können die nicht mit offenem Mund leben oder ich weiß es nicht. Ich glaube, es spielt sehr, ich denke, also, es wird so erzählt, an alle Mediziner unter euch, guckt euch das mal an und sagt dann, ob das realistisch ist. Keine Ahnung, für mich war es einfach ein Schnitt in den Hals. Weil ich meine, eben, wie soll er sonst sterben? Aber es geht schon so hier. Also das sieht man deutlich auch. Ja, ist halt dann, wen juckt's? Also das ist doch nicht das, worüber wir uns, naja. Daenerys, Punktabzug. Daenerys sagt, dass das Baby kommt, aber sie gilt als verflucht, weil sie sich auf die Maegi eingelassen hat und niemand will ihr helfen. Es ist so, dass man kriegt das Gefühl, es ist das reinste Chaos. Ja. Und Jorah betritt dann mit Dany
Drogos Zelt. Genau, und da ist auch dann die Frau am Eingang, die ja noch auf den Boden spuckt, als sie reingetragen wird. Genau. Das sind eben diese kleinen Details, über die du auch gesprochen hast eben. Ja. Und dann sind wir wieder in Tyrions Zelt in der Flusslande. Shay, Tyrion und Bronn spielen Trinkspiele. Erst eben das mit dieser Kerze. Bronn schlägt dann ein Messerspiel aus Braavos vor. Das, gut, was das ist, brauchen wir nicht drüber zu reden. Tyrion schlägt dann die Game of Thrones Version von I Have Never vor. So, wenn ich sag was über dich, wenn es stimmt, musst du trinken. Tyrion sagt zum Beispiel zu Bronn, dass Bronns Vater ihn geschlagen habe. Außerdem, dass er die erste Person getötet habe, bevor er 12 war. Und dass er hinter der Mauer war? Genau, außerdem, dass er nördlich der Mauer war. Und er sagt einfach nur, dass es Arbeit. Arbeit, genau. Ja, work. Bronn habe auch eine Frau geliebt und es habe schlecht geendet. Daher konnte er nie wieder lieben. Und dann sagt er, oh, Moment, das bin ja ich. Mhm. Ja. Shay hingegen will die ganze Zeit nicht spielen und ist in einer ständigen Abwehrhaltung. Und Tyrion sagt alles falsch, was sie angeht. Ihre Mutter sei eine Hure gewesen, ihr Vater sei abgehauen, als sie ganz jung war. Sie wollte woanders sein und sei von geringer Geburt und so weiter. Alles falsch. Shay will aber trotzdem nicht über ihre Vergangenheit sprechen. Dann reden sie aber stattdessen über Tyrions erste Ehe. Bronn weiß davon, von den Soldaten, die eben auch da sind. Tyrion will eigentlich nicht drüber reden, aber ja, es geht um Tyscha. Das ist die tragische Geschichte von, oder Tyscha, er sagt, glaube ich, Tyrion selbst. Und eine Zeit, in der Tyrion als junger, kleinwüchsiger, sehr viel weniger Selbstbewusstsein hatte. Shay hat Mitleid mit Tyrion und seiner Geschichte und besteigt ihn. Und in einem super awkwarden Moment steht Bronn auf und geht. Sehr witzig. Ja. Ja, sonst noch was zu dieser Szene? Nope, da haben wir ja schon oft drüber geredet, über Tyrions Vergangenheit. Ja, genau, also die ganze Geschichte über Tyscha nochmal aufzurollen, wäre jetzt auch ein bisschen zu viel. Hat nicht geklappt, Punkt. Ja, genau, hat nicht geklappt, aber er erzählt es ja auch selber. Ja. In Riverrun bricht ein neuer Tag an und die Schlacht. Also nicht in Riverrun. Also bei den Riverlands. In Riverlands, in der Flusslande bricht ein neuer Tag an und die Schlacht gegen die Starks beginnt. Und Tyrion ist verkatert. Genau. Wird von Bronn geweckt und muss kämpfen. Und Tyrion sagt, wenn ich sterbe, weine um mich. Und Shay sagt, du wirst tot sein. Wie willst du es dann wissen? Also es ist so, in all diesen Momenten zeigt Shay immer wieder durch die Blume, dass sie nicht gerade eine treue Seele ist, sondern ziemlich opportunistisch. Also in den Büchern kommt das noch mehr raus, übrigens. Ja. Also da merkt man auch so, dass Shay wirklich nicht an Tyrion interessiert ist, sondern nur an der durchtriebene, machthungrige Person ist. Ja. Das muss man halt auch sagen. Die Serie ist mit dem Casting von Cybele Kiki, die diese Figur abgewandelt worden. Ja. Und auch viel, also ein bisschen liebenswürdiger und näher am Herzen. Ja. Ich glaube auch, George R. Martin hat irgendwann gesagt, dass Shay, die Serien Shay, dass er die auch mehr mag als seine Buch Shay. Ja. Also bei so ein paar Figuren ist das bei ihm so. Ja. Tyrion sammelt seine Stämme zusammen und hält eine tolle Rede. Und dann bekommt er einen Hammer gegen den Kopf und verschläft die ganze Schlacht. Was denn? Genau. Also die Stämme sind die Stone Crows, die Burnt Men, die Black Ears, die Moon Brothers und die Painted Dogs. Ja. Ich finde, das ist der geilste Name. Das ist ein toller Name. Die heißen im Deutschen nämlich Schreckenhunde. Schreckenhunde. Okay. Aber das Ding ist, das ist ja eigentlich, die werden so ein bisschen lächerlich gemacht, weil sie vergessen werden und dann einer ruft rein. Ja. Das Ding ist, dass die Schreckenhunde, die Painted Dogs, einen König der Arryns, Roland den ersten Arryn, getötet haben. Mhm. Cool. Also das sieht man mal, dass die eigentlich doch nicht so Larifari sind, wie die in der Serie dargestellt werden. Mhm. Ein König der Arryns? Ja. Ach so, also du meinst vor Aegon. Ja. Vor der, genau. Ja, genau. Okay, cool. Also im Königreich von Berg und Tal. Genau. Das ist, naja. Gut, Tyrion wird ausgenockt. In den Büchern wird diese Schlacht eigentlich auserzählt. Hier ist es einfach eine wahnsinnig gerissene und sehr charmante Weise, wie ich finde, um eine Schlacht zu erzählen, aber sie nicht zu zeigen. Ja, aber toll, jetzt nochmal, um aufs Buch einzugehen, ist ja doch sehr anders, weil er in den Büchern vor dieser Schlacht schon einen Knappen bekommt, der den Namen trägt, Podrick Payne. Ja. Genau, und Pimmel Podrick nennt man ihn auch, ja. Oder, weil er hat doch gesungen wahrscheinlich, dass er die Prostitutes so geflasht
hat. Mit seinem Gesang oder ja, was. Genau. Ja. Genau, in den Büchern, das ist die Schlacht am grünen Arm, heißt das, glaube ich. Mhm. Und in den Büchern kämpfen nicht, wie in der Serie, 30.000 Lannister gegen 2.000 Nordmänner, sondern 20.000 Lannister gegen 17.000 Nordmänner. Mhm. Und die Nordmänner werden hier angeführt von Roose Bolton. Mhm. Also ist halt nicht so dieses David gegen Goliath, sondern halt wirklich so eher ausgeglichen. Aber die Lannister haben halt viel mehr schwere Reiterei und deshalb werden halt die Starks oder die Nordmänner kaputt gemacht. Aber es dient in den Büchern auch der Ablenkung eigentlich davon, mhm, dass Robb Stark einen anderen Weg eingeschlagen hat. Genau, da sind aber auch so Namen dabei wie Manderly und Karr Stark. Ja. Tyrion wacht dann auf, als er auf einer Schubkarre fortgefahren wird. Man sieht die Karre erstmal nicht, sondern er schwebt so über diesen Boden mit den Leichen. Und das ist, wie ich finde, eine sehr, sehr tolle Kameraeinstellung. Aber es ist klar, was passiert. Die Lannister. Achso, die ist ja quasi auch eine Anspielung auf Gladiator. Auf seine, ja, Szene. Okay. Echt? Welche Szene ist das? Da wird, wie heißt er? Claudius? Flavius? Der Gladiator. Also Russell Crowe wird da auch auf so einem Wagen gefahren und dann schwebt auch sein Kopf so komisch und man denkt erst so, ja, was ist hier los? Mhm. Und dann liegt er auch auf einem Wagen. Okay. Und wird, ist da so halb tot. Hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Und dann hört man den Wilhelm Scream im Hintergrund. Ich weiß, ob es dir aufgefallen ist. Ja. Das ist ja, ich finde Wilhelm Scream inzwischen echt nicht mehr so geil. Nee, das ist einfach ein völlig ausgelutschter Gag auch. Es gibt in der, ich weiß nicht, ob es auch in der normalen Version, auf jeden Fall in der Extended-Version von der Hobbit 3, mhm, gibt es eine Kampfszene, mhm, wo Galadriel, Saruman, Elrond einen verletzten Gandalf beschützen, mhm, und gegen Ringgeister kämpfen, mhm, die so richtig Martial Arts-mäßig so rumfuchteln und so. Yeah. Also diese Szene ist einerseits so vom Prinzip her richtig geil. Mhm. Und dann kommt auch später Sauron noch und Galadriel, ja, verscheucht die halt. Ja. Und da wird auch, ich glaube, Gandalf springt runter und dann kommt so ein Wilhelm-Scream. Und das ist so richtig, das ist der falscheste Moment, den man nehmen könnte für einen Wilhelm-Scream, weil, okay, das halt einfach so slapstickhaft wirkt. Ja. Obwohl das eigentlich voll die spannende Szene ist. Ja. Aber ja, ich weiß nicht, ich finde Wilhelm Scream irgendwie inzwischen so ausgelutscht. Ist es auch. Tyrion tritt auf in einer atemberaubenden Rüstung. Das ist so, um noch mal kurz darauf zurückzukommen, so Wilhelm Scream ist so, wenn mittlerweile ist es so ein Facebook-Gag, wenn deine 50-jährige Mutter oder sowas so dich mit dem Ellenbogen anstupst. Hier, wusstest du, dass die immer denselben Schrei benutzen in Filmen? Und so, ja. Nee, oh, das ist mir gar nicht aufgefallen. Boah. Erzähl mir mehr. Tyrion tritt auf in einer atemberaubenden Rüstung, die extrem cool aussieht. Und er sagt, das war keine richtige Schlacht, es war ein Massaker, es waren nur 2000 Stark-Männer. Ja, es war ein cleveres Ablenkungsmanöver, denn Robb hat 2000 Männer geopfert für die große Sache. Ja. Punkt, oder? Möchtest du noch was sagen zu dieser Rüstung? Nee, das Einzige ist noch, man sieht Shaggar hier, also den Anführer der, also quasi den stellvertretenden Anführer der ganzen Bergstämme. Der auch It Wasn't Me gesungen hat, ja. Clever. Ja. Man sieht Shaggar hier zum letzten Mal, mhm, so wirklich in der Serie. In den Büchern. Ja, weil er in der nächsten Staffel dann Shylock ist. Okay. Mhm. Sorry, mach weiter, ja. Hast du noch so einen Gag? Bestimmt. Du überlegst gerade noch. Natürlich. So Shaggy, oh, habe ich noch irgendwas? In den Büchern ist er noch mit Tyrion zusammen in Königsmund, mhm, unterwegs und macht für ihn verschiedene Sachen. Zum Beispiel auch bei der Schlacht am Schwarzwasser. Weil Tyrion ja nicht weiß, ob noch Stannis mit ähnlichen Leuten vom Land kommt, lässt er die im Wald verstecken und soll dann, okay, komm. Lässt sie im Wald verstecken, ja? Genau, falls da irgendjemand irgendwie über den Wald kommen will und dass es da dann Scharmützel gibt. Und da ist es das letzte Mal, dass wir was von ihm in den Büchern hören. Und jetzt darfst du deinen Witz machen. Nein, wir können ruhig. Nee, komm, erzähl. Hast du noch einen Shaggy-Witz? Ja, habe ich natürlich. Okay. Ich hab noch ganz viele. Okay, komm. Ja, schon gut, ich hab Hunger. Ich würde jetzt am liebsten Schokolade. Nein, komm, sag. Doch, nein, ich hab Hunger, ich will zum Ende kommen und Schokolade essen. Was? Und Schokolade essen. Dann sehen wir Caitlin und Roderick Castell, die auf. Ist es Roderick oder Roderick? Es ist Roderick, ne? Roderick. Roderick, ja. Mein Gott. Es ist wie, wo hatte ich das nochmal? Es gab noch eine andere Figur, wo ich immer wieder durcheinander kam. Was war das nochmal? Ich weiß es nicht mehr. Tormund und Thorsten? Nee. Das war ganz früher, aber das ist, als ich schon längst wieder gelegt, war es immer Edmure und Edmund. Das ist echt, da kommt man durcheinander. Ja.
Also Edmund gibt es nicht, aber was war es noch? Es gab noch eine Figur, bei der, egal, ist ja auch vollkommen wurscht. Caitlin und Roderick warten auf Rob. Rob kommt dann doch noch und hat Jaime Lannister gefangen genommen. Genau, die Schlacht vom Whisperwald. Ja, Caitlin will ihre Töchter und Eddard Stark. Und wir erfahren sogar in so einem Nebensatz, dass Jaime 10 Stark-Soldaten geschlagen. Also nicht Stark, sondern Nordmänner. Also 10 Nordmänner geschlagen haben sollen. Soll, bevor er gefangen genommen wurde. Unter anderem ein Sohn von Rickard Karstark, was dann später auch noch zu Problemen führt. Ja. Jaime fordert Rob zu einem Duell heraus, aber Rob lehnt ab, weil er weiß, dass er verlieren würde. Das hat mich erinnert an Staffel 6, Folge 9, ja, wo John das Gleiche bei Ramsay versucht hat. Genau. Rob hat 2000 Soldaten in den Tod geschickt und Fionn sagt, die Barden werden Lieder über ihre Aufopferung singen. Und Rob sagt, aber die Toten werden sie nicht hören. Mhm. Es ist einfach, also die Dialoge in dieser Folge und in dieser Staffel sind einfach nicht von dieser Welt. Die sind sowas von toll und großartig und gut. Aber der beste Satz in dieser Szene kommt sowieso von Greyjoy Umber, der Jaime abführt und sagt, come on, pretty man. Ja. Das ist so geil, dass halt so im Norden so gefühlt ist Hässlichkeit, oder halt so Hässlichkeit, ja, ist so quasi mit Stolz. Ja, ja, genau. Ist, ja. Mit Tom und auch. Ja, es sind halt auch diese, klar, es ist, der Norden ist immer ein bisschen härter und so dieses ritterliche, königliche aus dem Süden wird immer verlacht. Und auch so jemand wie Jaime, der sehr auf sein Äußeres bedacht ist und so, hat im Norden keine Bedeutung. Oder dass Tormund auch immer sagt, dass John schöner ist als seine 2 Töchter oder sowas. Ja, ja. In der Folge Hartheim. He's prettier than my daughters, but he, bla bla bla. Ja. Rob hält dann eine Rede. Also die Männer, die ganzen Nordmänner sind da eigentlich in frühzeitiger Siegesstimmung. Aber Rob klingt dann in dem Moment auch wie sein Vater, der zu Vernunft, Bescheidenheit und Geduld ermahnt. Und seine Stimme bricht fast ein bisschen ein. Und ich finde Richard Maddens Stimme einfach auch großartig von dem Schauspieler von Rob Stark. Mhm. Ja. Es ist halt auch so eine Szene, die noch mal so die das zementiert, dass man halt später so Rob als die neue Lieblingsfigur hat. Und ja, was es noch viel schlimmer macht, dass das einem dann auch wieder genommen wird. Dankeschön dafür. Und dann sind wir plötzlich in der Hauptstadt. In Königsmund. Genau. King's Landing. Arya jagt Tauben, fängt eine und bricht ihr das Genick. Und dann fragt sie einen Bäcker, ob sie ein Brot haben kann. Das ist ein cooler, dreister Move. Ja. Das musst du auch mal versuchen. Hast du nicht vor kurzem auch mal eine Taube, also quasi gefangen? Also nicht, also die war bei dir verletzt Genick im Garten. Genau. Nein. Die war verwirrt und verletzt im Garten, konnte nicht fliegen. Wir haben uns informiert, was man machen kann. Die ganzen Annahmestellen nehmen keine Tauben an. Also es ist tatsächlich so ein bisschen traurig, dass sich niemand für Tauben interessiert, weil es halt so viele auch davon gibt. Also mit anderen Worten, uns wurde wirklich klipp und klar auch von einer Vogelaufnahmestelle gesagt, ja, also das Einzige, was ihnen übrig bleibt, ist, sich selber drum zu kümmern. Dann haben wir tatsächlich über eBay Kleinanzeigen eine Voliere gekauft und die Taube wieder aufgepäppelt. Und warum bist du nicht zum Bäcker gegangen und hast gefragt, ob du das tauschen kannst gegen ein Brötchen? Nee, also die Taube ist jetzt wieder in der Freien. Wir haben sie erfolgreich ausgewildert, aber das war atemberaubend. Wir mussten sie tatsächlich nehmen und quasi zwangsernähren. Aber stell dir vor, sie ist gerade so weggeflogen und über die Mauer drüber. Also bei dir quasi so über dein Geländer. Ja. Und dann wird sie von Theon abgeschossen. Ja. Ja. Ich meine, im Endeffekt, also es war halt, sie war halt in unserem Garten und ich weiß nicht, wir konnten es nicht übers Herz bringen, die einfach sterben zu lassen. Guck mal, das ist jetzt auch so eine Szene, wo die Leute denken, so, oh, guck mal, Alper ist sympathisch, aber dann in der nächsten Folge wirst du einfach umgebracht mitten hier. Ja. Und das macht es dann noch trauriger. Einer der Tierliebende. Also Arya gilt als verschwunden und schlägt sich quasi als Bettlerin durch. Arya erfährt, dass Eddard Stark bei der Septe von Baelor ist, beziehungsweise dorthin gebracht wird. Alle gehen dorthin und Arya steigt auf die Statue von Baelor, um mehr zu sehen. Auch das hat ja bereits Symbolgehalt, wie sie da auf der Statue des Königs steht, der als lupenreiner Mann gilt, beziehungsweise auch irgendwo als Spinner, also dessen Prinzipien, dessen Glauben einfach so hardcore war, dass er schon von vielen, also dass es ihn auch in ein Grab gebracht hat. Ja, und dann wird Ned Stark herausgetragen und er sieht bereits Arya auf dem Fuß der Statue, auf dem Sockel. Alle verabscheuen
die Hand des Königs, also die ehemalige Hand, ohne zu wissen, was hinter den Kulissen wirklich passiert ist. Ja, obwohl er eigentlich der gefeiertste Mann in ganz Westeros sein müsste. Sein sollte, ja. Es tut einem richtig weh, dass die Leute ihn so hassen, beschimpfen. Eddard Stark ist eine überaus tragische Figur. Eddard sieht auch noch Jorin und ruft zu ihm Baelor, um Jorin darauf aufmerksam zu machen, dass Arya dort ist. Und vor allem es ist clever, weil Eddard ja auch in diesem Moment weiß, wenn er ihm irgendwie was verrät, dass das Arya oder sowas, dann dass das auch Aryas Todesurteil sein könnte. Ja, Jorin ist intelligent, der Rekruteur der Nachtwache, und rettet sie. Ja, das Ding ist, dass in den Büchern ist es nämlich auch anders. Da sieht Eddard seine Tochter auch gar nicht, sondern Jorin findet sie dann da. Ja. Aber ich finde es eigentlich so von der Dramaturgie her eigentlich ganz toll. Ist wirklich toll. Weil dann halt auch so der Tod, also er sieht, dass sie weg ist, und dann akzeptiert er sein Schicksal. Ja. Und hält seinen Hals hin. Ja. Eddard wird an Sansa vorbei nach oben auf dieses Podest getragen, oder wie auch immer man das nennen möchte, auf diese Bühne. Auf die Soundstage. Auf das Schafott, auf die Stage, auf die Venue. Für seine Töchter ist er bereit, ein falsches Geständnis abzulegen. Und hier schließt sich eben der Kreis, der sich in der allerersten Szene mit Varys geöffnet hat. Und das ist auch wieder diese Klammer. Wir beginnen die Folge mit Eddard und beenden sie mit Eddard. Und er hat sich eben umentschieden. Wie gesagt, Stichwort Figurenentwicklung und sowas. Sansa nickt ihm noch zu und grinst. Sie weiß, dass es das Beste ist, was er tun kann. Und er quasi das einmal entgegen seiner Prinzipien handelt, aber eben für das Gute der Familie. Und Eddard sagt, I come before you to confess my treason. Also ich möchte meinen Verrat beichten. Er behauptet, dass er Joffrey töten wollte, um den Thron für sich zu ergattern. Und Arya greift bereits aus Vorsicht zur Nadel. Und dann sagt Eddard einen Satz, der auch wirklich einem so in der Seele brennt, also im Herzen wehtut. Joffrey Baratheon is the one true heir also er ist der einzige Erbe des Eisernen Throns. Und dann kommt Pycelle. Übrigens auch so eine Figur, über die wir eigentlich viel zu wenig reden, weil also ich finde die Figur großartig, aber sie ist halt sowas von unfassbar hassenswert. Das Ding ist, dass wir halt auch nicht so viel über die reden, weil die halt vor allem in der zweiten und dritten Staffel hervorkommt. Und wir haben bisher nur über die sechste, siebte und achte gesprochen. Und in der sechsten stirbt er ja schon. Das stimmt. Na gut, er sagt, dass die Götter gerecht und barmherzig sind. Er dreht sich zu Joffrey und fragt ihn, was getan werden soll. Und Joffrey führt einen sehr bekannten Monolog. Er sagt, dass Cersei will, dass er da zur Nachtwache kommt. Und in dem Moment als Zuschauer stellt man sich bereits Eddard Stark an der Mauer vor und denkt sich, was da alles. So schlimm ist es ja nicht. Also er ist bei seinem Bastard und genau, alles ist gut. Vielleicht kann er dann John erzählen. Er sagte ja auch, als er sich von John getrennt hat, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen, dann werde ich dir von deiner Mutter erzählen. Und man denkt so, wenn man das zum ersten Mal sieht, ach ja, dann kommt er halt an die Mauer und dann reden die darüber, ist doch alles gut. Und dann schafft er Eddard Stark Ordnung an der Mauer, dann wird alles da auch gut. Ja, und Joffrey sagt dann auch noch, dass Sansa genau dasselbe von ihm möchte. Und dann sagt er, aber sie haben die weichen Herzen von Frauen. Oder wie wird es auf Deutsch gesagt? They have the soft hearts of women. So irgendwas. Die sanften. Die sanften Herzen von Frauen. Der Frauen. Ja, und dann zeigt er bereits seine Liebe für die Gewalt und seinen Sadismus. Und er sagt, dass Verrat niemals unbestraft bleiben sollte. Der The Boy King, der junge König, der sich unbedingt aufspielen möchte als der große autoritäre König, der er nicht ist. Und er fordert von Illyn Payne, dem Henker, dass er ihm Eddards Kopf bringt. Sir Illyn, bring me his head. Ja. Und man denkt so, ach komm, da. Das kann, da passiert Publikum, noch was. Da kommen gleich so welche wie bei Robin Hood, dann ziehen die Kapuze runter und befreien ihn mit Pfeil und Bogen und alles wird gut. Ja. So wie man es schon tausendmal davor gesehen hat. Aber das ist halt die Sache. Pustekuchen. Das Game of Thrones auch nochmal besonders macht. Also es ist ja wirklich dieser Moment, beziehungsweise dazu kommen wir gleich, würde ich sagen, wenn es dann tatsächlich passiert. Reden wir doch noch mal ganz kurz über Illyn Payne. Was ist mit ihm passiert? Das ist ja auch so eine Figur, die klammheimlich verschwunden ist und das hat einen sehr traurigen Grund. Ach so, stimmt, der hat eine Krankheit, der Schauspieler, ne? Bauchspeicheldrüsenkrebs. Habe ich noch mal nachgeguckt, welche Form des Krebses war. Wilco Johnson heißt der Mann. Genau, er hat einen sehr ziemlich harten Krebs entwickelt, an dem er auch wirklich jahrelang gegen den er jahrelang gekämpft hat. Aber die gute Nachricht ist auch, er lebt noch.
Also er hat, okay. er hat soweit ich weiß, hat er, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber wenn ich mich nicht irre, ist, hat er den Kampf gewonnen. Aber er, also statt irgendwie ihn halt neu zu besetzen, also die Showrunner lieben ihn angeblich, also Rico Johnson sei wohl ein sehr beliebter Kerl gewesen, ist auch eigentlich Musiker. Ja. Hat aber, wurde, also seine Figur wurde rausgeschrieben quasi. Mhm. Also ja. der kommt ja noch mal in der zweiten Staffel, 9. Folge vor. Mhm. Und ich glaube, ab dann ist er weg. Genau, also in, genau, in der Schlacht von Schwarzwasser kommt er dann vor. Genau. Ja, Yaren zwingt Arya nicht hinzugucken und Eddard wird in einem reinen Akt der Ironie mit seinem eigenen Langschwert mit Eis getötet. Mhm. Bitter. Alles wird bitter. Ja, alles wird dumpf und Eddard Stark blickt in die Menge und nicht einmal Arya ist da und er fängt an zu beten. Und man weiß bis heute nicht, was er da gesagt hat. Doch. Ja. 2018 hat Sean Bean also wirklich gesagt hat, aber ich meine halt, was die Figur gesagt hat, weiß man ja nicht. Ja, doch, er ist ja die Figur. Ja, er hat ein kleines Gebet gesprochen. Ja, aber halt Sean Bean hat wahrscheinlich ein christliches Gebet oder sowas aufgesagt oder zu irgendeinem Gott gesprochen. Aber man weiß ja auch erstens den Wortlaut nicht. Zweitens, er spricht es ja nicht aus. Oder er hat den Kopf runtergemacht und gesagt, Taube. Ja, ich walk jetzt in die Taube. Ja gut, aber wenn eine Figur, undeutlich flüstert, dann wissen wir, also dann ist es ja egal, was der Schauspieler sagen wollte. Es ist ja das, was erzählt wird. Verstehst du, was ich meine? Spielt ja dann keine Rolle. Es ist ja nicht bekannt, was Eddard Stark in seinem letzten Moment gesagt hat. Oder zu wem er gebetet hat und sowas. Mhm. Ja, man sieht definitiv für einen kurzen Moment, wie die Klinge wie Eis Eddards Kopf von den Schultern löst. Und das ist wichtig, dass man das sieht. Auch wenn es nur für einen Bruchteil ist. Denn es sollte klipp und klar sein, dass Eddard ohne Wenn und Aber tot ist. Und das ist genau das, was meiner Meinung nach diese Szene so unfassbar stark macht. Natürlich hat es Protagonistentode schon öfter vorher gegeben. Psycho ist zum Beispiel ein sehr gutes Beispiel. Aber trotzdem konnte, also man ahnt es normalerweise nicht, dass es für den Protagonisten in dieser Serie, bis dahin war es eben Eddard Stark, dass es für ihn gut ausgeht. Ja, also ich meine, guck mal, wenn du jetzt zum Beispiel jemanden hängst und dann, man hat dann immer so das Gefühl, ja, vielleicht hat er das irgendwie überlebt, aber wenn jemand enthauptet wird, dann ist es halt wirklich endgültig. Ja, das kann man nicht rückgängig machen. Ja. Und vor allem, man sieht es. Also man kann auch wirklich Frame für Frame durchgehen. Man sieht wirklich, wie der Kopf da ab ist und das Blut rausspritzt. Also es ist halt eben genau das, was diese Szene so wahnsinnig stark macht. Umso dümmer, umso schwachsinniger finde ich tatsächlich diese Fantheorie, die uns überrollt hat. Das haben so viele Leute geschrieben. Eddard Stark, deswegen sieht man die Tauben, hat sich in eine Taube gewalkt. Da dachte ich mir, das kann nicht euer Ernst sein. Das würde diese ganze Szene auch einfach zerstören. Das würde einfach diese Szene, die Game of Thrones erst zu dieser super tollen Serie gemacht hat, diese Handlung auf ein neues Level gehoben hat, einfach zerstören in dem Moment. Das würde einem der großartigsten Momente von Game of Thrones einfach die gesamte Kraft nehmen. Deswegen, es wäre so eine. Es ist einfach nur lächerlich. Es ist wirklich einfach nur lächerlich. Das kann man nicht anders sagen. Wenn man eine Sekunde drüber nachdenkt, dann weiß man eigentlich, dass das Quatsch ist. Ja. Und Arya schließt die Augen. Eddard Stark ist tot. Und wenn er nicht gestorben ist, dann lebt er noch bis heute glücklich seine Tage. Ja. Als Leiche. Ich hatte auch schon deinen Magenknochen. Ja, es war tatsächlich ein Magenknochen. Was dann ist der Abspann? Der Abspann ist so wie immer, ne? Stehen so Buchstaben. Ich weiß noch damals, so traurige Musik. Als ich das damals geguckt habe, dachte ich mir noch, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, boah, das wäre jetzt sogar noch krasser gewesen, wenn sie keine Musik abgespielt hätten im Abspann. Ja. Pure Stille. Habe ich bis heute nicht verstanden, warum das nicht, also ob das nicht so wirklich besser gewesen wäre. Aber meinst du, manchmal machen sie es ja bei den neuen, oder bei so krassen Sachen, die am Ende passieren, aber manchmal auch nicht. Ja, aber so, also Ramin Djawadi ist immer gut. Ja. Punkt. Punkt. Möchtest du noch etwas dazu sagen? Nächste Woche werden Marius und ich zusammen einen Podcast über die zweite Staffel von Dark. Euch Jean bereiten. Dark? Nee, nein, die Dark, deutsche Dark. Serie Dark.
Die Netflix-Serie. Warum darf ich da nicht mitreden? Weil du da im Urlaub bist. Ich bin im Urlaub, ist das so? Ja, anscheinend. Mhm. Anscheinend kannst du dir das leisten. Ja, hey, ich brauche tatsächlich einfach meine Auszeit. Ich brauche mal ein bisschen Urlaub, muss mal wieder auf andere Gedanken kommen und mal chillen. Und das ist jetzt halt so. Und deswegen werden auch, also nicht diese Woche, aber die Woche darauf, eine Woche darauf macht ihr ja auch Specials, soweit genau, ich und richtig News und alles Mögliche. Genau, das heißt, für mich gibt es eine ganz, ganz kurze Auszeit, aber es wird weitergehen. Wenn ich denn nicht von einem irren Jungen als König geköpft werde. Aber das ist die Wahrscheinlichkeit okay. ist sehr gering. Ihr solltet jetzt auf jeden Fall auch unsere, also falls ihr zum ersten Mal bei einer Folgenbesprechung dabei seid, was ich mir nicht vorstellen kann, und ihr euch fragt, hey, ihr habt Staffel 8 auch schon besprochen, dann schaut euch doch unbedingt unsere World of Westeros Playlist an. Die verlinken wir euch hier irgendwo im Bild. Die solltet ihr euch unbedingt mal ansehen, weil da sprechen wir über alles, was mit Game of Thrones zu tun hat und über alles im Detail, da findet ihr jedes Game of Thrones Video von uns. Gleichzeitig verlinken wir euch hier auch noch das neueste Video von unserer guten Kollegin und tollen Frau Cuddy. Cold Mirror, die hat nämlich eine neue Folge Japanoschlampen gemacht. Das solltet ihr euch unbedingt ansehen und schreibt es mal in die Kommentare, welche Folge wir als nächstes besprechen sollen. Würde mich mal sehr interessieren, ob wir überhaupt weitermachen sollen mit Folgenbesprechungen. Ihr seid gefragt und abonniert Cinema Strikes Back. Bis zum nächsten Mal mit Jonas und mir. Vala Morghulis. Vala Dohaeris.